Ich sah aus wie Elton. Hi, hallo, willkommen zum Plankenschnack, Ausgabe 60 mit uns. Entschuldigung. Das ist heute hier die Krankheitsedition. Der Einzige, der hier nicht krank ist, bin ich. Ich bin auch nicht krank. Okay. Du hörst dich aber ein bisschen so an, als ob. Ehrlich? Da bist du der Erste, der das sagt. Echt? Du ja. Hast Schnupfen? Nein. Also Slappy kann heute nicht, weil der hat Probleme mit den Atemwegen. Nee, mit Sprechen, glaube ich. Was war? Irgendwas im Hals. Irgendwas ist da los. Auf jeden Fall sind wir heute in Folge 60 unterwegs und es ist Spoiler Alert und wir haben den bezaubernden Markus hier. Guten Abend. Oder auch Slappy-Ersatz. Ich bin zwar auch halb tot irgendwie, fährst einmal nach Leipzig. Und bringst die Seuche mit. Du bist kein Slappy-Ersatz. Nein. Wollte ich gerade sagen, also gehörst du fest Ersatz dazu. Jetzt nun nicht wirklich, aber Hi. Hi. Na? Hi. Na, wie ist die Lage? Ja, geht. Samstag war bei mir, hat es mich auch komplett weggerafft. Lustigerweise, ich selbst war nicht krank, Hasi hat es mitgebracht und die hat mich dann irgendwann eingesteckt. Freitag ging es los im Stream und gestern war ich komplett platt. Heute geht's wieder einigermaßen. Okay. Wie lange gedenkst du denn noch krank zu sein? Eigentlich gar nicht, aber kann man ja nicht so beeinflussen. Ja, ich hoffe, dass morgen alles wieder normal vonstatten geht. Ich muss morgen mal kurz nochmal zum Doc irgendwas für die Augen holen, weil bei mir geht das immer direkt auf die Augen. Ich habe wieder, glaube ich, eine leichte Bindehautentzündung. Sieht man jetzt hoffentlich nicht so stark, aber nee. Ja, ich leuchte im Dunkeln, aber sonst geht's. Moment. Du siehst aus wie wunderschön. Mal eben das Monitoring anmachen. Ich wundere mich, warum ich mich nicht höre. So, besser. Kann man halt nichts machen. Warst du gerade noch in der Maske und hast dich schminken lassen? Ja, klar. Ja, sonst wäre es ja gar keiner. Nur ein Schluck Wasser in der Kurve. Okay. Nun, Sali, wie geht's dir denn so nach der Dreamhack? Hast du das Aftermath gut überstanden? Ich fand die Dreamhack super. Das Einzige, was ich halt habe, das hört man an der Stimme. Mir geht die Stimme rauf und runter, liegt aber an den Allergien. Teilweise hat es in Deutschland geschneit. Bei uns blüht Weidekätzchen und Hasel schon. Ja, so ein bisschen Schnee hatten wir auch heute, tatsächlich. So ein ganz bisschen, aber es ist direkt wieder weggetaut. Wir haben super schönes Wetter, also der Frühling kommt. Ich dachte, der Schweiz ist halt hier Skifahren und Skifahren und hier Schnee und so. Naja, in den Alpen oben, aber ansonsten liegen wir halt schon sehr südlich, ne? 2 Stunden bis in Italien. Okay. Und es ist warm, wir haben schönes Wetter, aber ich bin nicht krank, also. Geh mir nicht auf den Nerv, weißt du, wie oft ich das momentan hören muss? Oh, Sally, bist du krank? Wenn du krank bist, musst du nicht streamen. Und ich sitze da und ich will nur Monster Hunter spielen. Und die Stimme macht halt nicht mit. Und ich so, ja, nein, ich bin nicht krank. Nun, ich auch nicht. Ja, du siehst als einziger gut aus von uns. Das ist der Unterschied. Du mir gerade ein Kompliment gemacht? Nee. Das ist so ganz versteckt. So. Nicht? Na? Wie war eure Dreamhack? Sensationell, ja. Ich habe sehr viele Hände geschüttelt und musste mich köstlich amüsieren. Es wurde ja groß verbreitet geschrieben, ha, jetzt sind die Gamer mal draußen und jetzt werden sie alle krank. Ja. Ich betone, es lag nicht an mir. Hasi, die normalerweise so im richtigen Leben einen Job hat, ne, Bürojob, 9-to-5 und unter Menschen ist, die ist krank geworden. Mir ging's gut. Sie hat mich nur angesteckt. Also, das ist der passiert, die unter Menschen geht. Und ja, ich bin dann irgendwann nur dahin gerippt. Dreamhack war sehr geil, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Mir auch. War schön. Ja. Definitiv. Ihr wart schon häufiger, oder? Meine zweite. Jedes Jahr. Ja, für mich war es die erste. Und ich war erstaunt, wie leer es im Gegensatz zur Gamescom ist, weil ich kenne jetzt halt die Gamescom, seitdem sie von Leipzig nach Köln gegangen ist, die halt jedes Jahr halt voller wird und da war die Dreamhack sehr, sehr entspannt dagegen. Trotz alledem, obwohl es relativ entspannt und übersichtlich war, irgendwie nur die Hälfte der Zeit mit den Leuten verbracht, mit denen du die Zeit eigentlich verbringen wolltest, weil du hast halt eben so viele alte Bekannte wieder getroffen und auch neue Bekannte kennengelernt
Und im Endeffekt, den Alten hast du dann gesagt, ah, schön, du bist da, cool, wir reden später. Ja, und das später ist dann wahrscheinlich nächstes Jahr oder so, keine Ahnung. Weil du dich dann mehr wieder mit den Neuen unterhalten hast. Also die Zeit war wieder wie üblich viel zu kurz. Aber für die erste Remake fand ich es extrem entspannt und sehr, sehr geil, halt oben, um Leute halt kennenzulernen, mit denen halt eben zu quatschen, abends nochmal essen zu gehen oder so. War halt sehr, sehr schön. Da bin ich ja froh, dass es mir nicht alleine so ging. Ja, man hat dann schon irgendwo ein schlechtes Gewissen, aber man kann sich halt eben nicht zerteilen und du willst ja die Leute auch nicht abfertigen und dann sprichst du halt und dann verquatschst du dich, dann ist schon wieder eine Stunde rum, ja, und so ein Tag ist halt eben limitiert von Stunden und ja, wie gesagt, dann nächste Mal. Ja, ich hoffe, die Leute, mit denen man weniger gequatscht hat, wissen, dass es nicht böse gemeint war. Also ich kann euch da einen sehr guten Tipp geben. Schafft euch eine Community Ü30 an, die geben dir die Hand und dann hast du alles erledigt. Da kannst du dich in eine Gruppe stellen, die unterhalten sich alleine, du bist da völlig unwichtig, das spielt da gar keine Rolle. Hauptsache, die haben deine Fresse mal gesehen und das war's. Also so läuft das bei mir ab. Ich habe ja neben E-Guy gesessen und auch neben Fischkopf. Man hat immer so richtige Rammel-Gegenden gesehen. Bei mir stand keiner. Bei mir, die Leute, die von mir da waren, also die ich aber auch schon ein paar Mal schon gesehen habe, die standen ganz weit hinten, hinter und irgendwo an der Wand. Und bei Sascha und Fischi immer Riesentraum davor. Ich habe dann zwischendurch so gedacht, ja cool, guck mal, ich kann streamen ohne, muss nichts machen. Und wenn dann ein Herr Zielinski kommt, dich anguckt, man abnickt und das war alles. Mehr hat man nicht gemacht. So. Gut, wir haben uns gesehen dieses Jahr, jetzt verpiss dich. Oh Mann. Also ich habe dieses Problem nicht. Nicht genug Zeit zu haben. Nun. Also ich müsste mich, glaube ich, auch nicht in dieses Gehege reinsetzen, glaube ich. So schlimm wäre das nicht. Ja gut, das habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe da weder gestreamt noch irgendwas Offizielles gemacht. Ich war wirklich einfach nur da, um halt Streamer-Kollegen und Zuschauer beziehungsweise Leute vom Mod-Team halt zu treffen und war einfach nur in Anführungsstrichen privat und sehr, sehr chillig. Aber trotzdem halt nicht die Zeit gehabt, um mit allen halt großartig viel zu quatschen. Wir hatten ein paar Sätze, klar, aber dann wurde es halt wieder zu anderen hingerissen, weil der wieder was wollte und dann war die Zeit irgendwie wieder rum und die anderen hast du dann nicht wieder gesehen. Keine Ahnung. Ist halt irgendwie alles zu kurz. Brauchen halt eine Twitch-Con, die 2 Wochen geht oder so. Sali kriegt direkt Panik. Ja, mit eingebautem Rollator. Wir schieben dich dann auch drüber. Passt schon. Nee, es reicht. Gamescom und Dreamhack. Fantasy Basel hast du auch noch. Fantasy Basel kommt noch. Das reicht. Oder sind wir ja nur einen Tag meistens? Das ist nur ein Tag. Ja. Ja, da hast du dann aber auch alles gesehen. Aber ich habe dieses Jahr in der Tat echt viele Leute getroffen. Ja. Auch viele, die ich noch gar nicht kannte. Im Vergleich zu letztem Jahr war es halt wirklich, wow. Also da, wow. Letztes naja, wobei, Jahr wenn, also war das war Samstag ja dieses Mittag. Jahr jetzt nicht voll. Dann frage ich mich, wie es letztes Jahr war, wenn ihr sagt, das hat deutlich zugenommen. Dann muss es ja letztes Mal ja richtig leer gewesen sein. Weil ja, so im Gegensatz zu Gamescom war es halt schon leer. Also das war ja, jetzt gut, ungefähr maximal wie der Pressetag auf der Gamescom. Ja, nee, du vergleichst aber auch gerade Birnen mit Äpfel so, ne? Ja, das also, kannst du nicht vergleichen. Die Gamescom ist bei weitem viel, viel größer. Ja, viel, 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 viel. Das ist ja Halle 1,5. Also, das kannst du nicht vergleichen. Aber letztes Jahr war am Samstagnachmittag war wirklich viel los. Also im Vergleich zu Freitag und Sonntag war Samstagnachmittag viel los. Dieses Jahr bist du halt am Samstag hingekommen, da war schon voll bis oben hin, also. Ja, wobei, das war das, was ich halt eben so lustig fand. Ich kannte die halt gar nicht und hatte halt vorher geguckt, wo denn halt eben so Twitch ist und so. Ah ja, Halle 4, okay. Dann muss ich irgendwie durch die ersten 3 Hallen mal gucken, wo denn dann Halle 4 ist. Ja, es ist nur Halle 4. Oh. Ja gut, das macht's einfacher. Weil ich kenn's halt, wie gesagt, nur von der GC, wo du halt irgendwie so 13 Hallen hast. Und irgendwie 2 Stunden erstmal den Stand suchen muss. Gut, das Problem hat es halt in Leipzig halt nicht. Es war halt eben alles in Halle 4. Ich genieße das sehr. Ich finde es auch sehr schön, weil man mehr Zeit hat. Ja, klar, es ist halt eben deutlich entspannter und familiärer halt, weil es halt eben so klein ist. Aber trotzdem in den Käfig. Ich habe da nur zu trinken geholt. Ich habe Hallo gesagt, wie wir raus sind. Mhm. Also das war, finde ich, sehr, sehr ungünstig. Ich fand es schade, dass es nicht so viele Sitzmöglichkeiten wie letztes Jahr gab. Letztes Jahr gab es doch diese Futterstände. Und direkt davor war doch eine Riesenlandschaft aufgebaut mit Sitzen. War doch hinten in der Ecke auch. Wo war denn hinten in der Ecke? Neben der Streamer-Ecke. Da war doch auch eine Landschaft mit Sitzen.
Ja? Ja. Hä? Ja. Okay. Mit Krebsstand und sowas alles? Okay, das war nicht da, wo die Frittenbude war. Nee, wir weiß ich nicht, keine hinten, Ahnung. Also von der Twitch-Dingens aus gesehen, links, da war der Kreppes-Kiste, saßen wir auch die meiste Zeit. Ja, genau. Okay. Aber die Streaming-Area war schön groß dieses Jahr. Also groß im Sinne von, der Innenraum war sehr schön groß. War gut. Plus, hab nie drin gesessen. Wart ihr dieses Jahr einmal drüben auf der anderen Seite? Andere Seite wie? Na, LAN-Party. Die LAN-Party. Nee. Ich war, letztes Jahr war ich bei der LAN-Party mal drin, so ein, zwei Mal, weil auch Sascha, also Igal, von da raus gestreamt hat und ja. So und darum bin ich da rein. Aber dieses Jahr habe ich irgendwie nicht so das Bedürfnis gehabt, in diese verschiedenen Biotome einzutauchen. Ich hätte da gar nicht reingedurft. Ich habe keinen Ü18-Band gehabt. Oh, bam, bam, bam. Ich hatte nahezu alle Bänder für die Messe, aber nicht das. Da hätte ich nicht reingedurft. Ja, das war auch grässlich, dieses Papierband. Hm. Hätte sie dir holen müssen. Also ich war selbst auch nicht drin. Meine Frau war halt drin. Und meinte halt, ja, sieht schön aus, ist alles schön bunt beleuchtet. Keine Ahnung. Nee, ich war selbst noch nicht mal gucken, weil LAN-Partys habe ich halt früher eben in dem Sinne noch selber gemacht. Und wie die jetzt da spielen, muss ich nicht unbedingt gucken. Ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, es war eine Verbesserung zu dem Jahr davor, 2017, fand ich. Mal gucken, wie es dann 2019 aussieht. Bin ich mal sehr gespannt. Ich denke mal, 2019 wird da noch mehr los sein, weil dieses Jahr waren ja wirklich so viele Twitch-Streamer da. Ja. Also, ich kannte drei Viertel der Leute gar nicht mehr. Keine Ahnung. Das habe ich total oft gehört gehabt von anderen. So, ich kenne die alle gar nicht. Und dann habe ich so geguckt, so, ich kenne den und den und den kenne ich und den und den. Noch nie gesehen. Aber es ging eigentlich. Ja gut, aber dafür ist das Event ja auch da, dass man halt mit den Leuten einmal quatschen kann und sich mal kennenlernen kann und danach vielleicht mal auch ins Stream halt reingucken kann. Das fand ich halt eben auch ganz nice. Das meine ich halt mit neuen Bekanntschaften. Du lernst halt immer neue Leute kennen, die halt eben vorher noch gar nicht so auf dem Radar halt hattest. Klar, werden ja auch immer weitere neue Leute halt eben gepartnert und die kommen dann halt eben dazu, die man vielleicht halt eben vorher eben nicht kannte. Hm. Also, wir waren ja Donnerstag auf dieser geheimen Partei? Bist du da reingekommen? Okay, 3 kennst du von 50. Tschüss. Echt? Mhm. Also ich hatte eher das genau das umgekehrte Problem, was ich am Anfang beschrieben habe. Ich kam da rein und hatte das Gefühl, ich kenne von, es waren, weiß ich nicht, ich hätte jetzt gesagt, es waren vielleicht schon 80 oder 90. Und ich kenne davon 50 und du willst mit 50 Leuten an einem Abend quatschen und die Zeit wird knapp. Na gut, also am Ende waren schon noch ein paar mehr Leute da, aber so ganz am Anfang, als ich glaube, wir waren um 9 oder so da. Doch. Also wir sind um 8 gekommen und... Vielleicht gucke ich zu wenig deutsche Streams, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nun, aber man hat ja auch viele kennengelernt. Das ist ja auch cool. Also zumindest, ich habe dann noch mit einigen gesprochen und das war ganz nett. Auch draußen hat man sich dann kennengelernt und so. Also man sieht schon, dass es mittlerweile mehr Partner gibt als früher. Also viel steht schon mal fest. Also im Gegensatz, wenn ich so überlege, letztes Jahr war, glaube ich, nicht mal ansatzweise die Hälfte der Leute am Donnerstag schon da. Geschweige denn so viele Leute im Gehege. Das war ja richtig krass. Also das war wirklich sehr krass. Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr sein wird. Ich auch. Das wird, denke ich mal, also das ist ja mehr oder weniger so ein Geheimtipp. Ich glaube, es entwickelt sich langsam zu einem nicht mehr Geheimtipp. Yep. Ja. Vielleicht brauchen wir ja bald doch eine TwitchCon hier in Deutschland. Herr Twitch, wie wär's mal? Könnte man ja mal machen. Nee, ich glaube nicht. Ja, aber wir Deutschen mögen doch unsere Meetings und unsere Sit-Ins und hast du nicht gesehen. Und wenn nicht bei uns, wo dann? Oder sollen sie halt Dach machen? Also nicht nur Deutschland, dann nennen sie es halt Dach und... ja. Wäre eine Möglichkeit. Mal gucken. Aber Gamescom ist ja da. Habt ihr schon Hotels?
Nö, ich werde wieder irgendwas Airbnb nehmen. Halt nochmal mit den Leuten halt klären und dann wieder irgendwas Airbnb-mäßiges nehmen. Ja. Auch. Nein, nicht das. Nein, wir sind versorgt. Achso, okay. Echt? Schon? Mhm. Uff. Kennt ja. Da jemanden, der da arbeitet und so und Connections. Ich glaube, ich mache das nächste Woche gleich fertig. Also ich habe Glück, dass ich jemanden kenne, die in der Innenstadt von Köln in einem Hotel arbeitet. Und ja. Nun. Nicht schlecht. Was habt ihr so getrieben jetzt noch die Woche nach der Gamescom, um den Smalltalk abzurunden? Monster Hunter. Ja, das, was Sally sagt. Oh. Nichts anderes, weil alles andere fertig gespielt gehabt, was noch offen war. Und jetzt erstmal nur Monster gehuntet. Monster Hunter. Und es ist, du magst es nicht, ne? Gar nicht. Ja, macht nichts. Irgendwie, ich habe gehört, du magst es nicht, weil man so viel lesen muss. Ich weiß gar nicht, was du meinst. What? Das ist 60 € Titel und da gibt es keine Sprachausgabe. Ja, teilweise. Teilweise ist ja, noch nett. Darum das heißt doch Monster Hunter und nicht Dialoghörer. Genau. Perfekt. Wenn ich mir die Quest reinziehe, dann möchte ich doch, dass das betont ist. Monster nicht, denn, dass töten ich da, ist die Quest. Rand. Bitte? Monster töten ist die Quest. Ja, gut, das ist aber auch nicht das Einzige, was mir da nicht gefällt. Die Steuerung ist auch ein völliger Unfall, finde ich. Oh, ich finde die super. Wahrscheinlich, wenn du dich dran gewöhnst, schon, aber ich finde sie nicht intuitiv, also gar nicht. Ich finde es schlimm. Schon allein die Tatsache, wenn du eine Waffe in der Hand hast und dann das Monster weggeht und du theoretisch nur hinterher gehen kannst, weil wenn du laufen drückst, steckt dir die Waffe wieder weg. Oder wer auch immer auf die geniale Idee gekommen ist, auf Dreieck und Kreis schlagen zu legen, der gehört geschlagen, weil jedes Spiel hat das RA, R1, R2. Ja, das ist das Einzige, was ich auch gesagt habe, gerade als Dark Souls-Spieler. Möchte ich mit Kreis ausweichen und dann ist wie gesagt angreifen und X ist ausweichen. Da habe ich auch geflucht und du kannst es halt leider nicht umlegen, außer du legst die Tasten irgendwie im PlayStation-Intern-Menü um. Ja. Was ich halt nicht gemacht habe, da hätten sie vielleicht eine freie Steuerung halt machen sollen. Bin gespannt, wenn das Ding dann nochmal auf den PC kommt, ob sie da halt eben eine anpassbare Steuerung machen oder ob sie auch sagen, nö, fixes Control-Scheme, kannst nicht ändern. Ja, das hätten sie nochmal machen sollen. Das wäre ganz cool gewesen. Hätte ich auch sofort geändert, weil da habe ich hier den ersten ein, zwei Streams halt auch geflucht. Bei mir ging es noch, aber ich habe gleich am Anfang so, nee, so will ich das nicht. Menü auf und geguckt, sag ich, wie, ich kann das nicht ändern. Okay, das ist jetzt eine Umgewöhnung, ne? Ja gut, aber dann war es auch drin und jetzt ist wieder gut. Um kurz mal was aufzugreifen, was das eine mit dem anderen zu tun hat, wenn du dich für 60 € in die Spielewelt begibst, dann hast du gewisse Erwartungen zu erfüllen, weil du im AAA-Bereich bist und das wäre die Sprache und nicht lesen. Ich glaube, anderthalb Stunden hast du, glaube ich, Tutorial gemacht oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, also mir hat's überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Du musst jetzt wie eben hinrennen mit dem Quatschen. Ja, wobei das AAA, ich sag mal, das Argument hinkt ein bisschen, wenn du aus dem JRPG-Bereich kommst. Viele der JRPGs, die halt eben Vollpreis kosten, haben halt die Hauptstory so ein bisschen vertont, aber dann auch sehr viele Textboxen, die halt lesen musst. Ja, Nino Kuni war nicht voll vertont, Persona ist nicht voll vertont gewesen, das waren halt eben trotzdem geile Games. Ja. Ich find, ist aber Geschmackssache, na klar. Also ja, darüber kann man natürlich dann halt streiten, weil Geschmack ist ja natürlich bei jedem verschieden, aber die Japaner machen halt keine Vollvertonung, weil es halt teilweise so viele Nebenquests halt gibt, dann würde das Budget einfach halt um Millionen oder Milliarden halt sprengen. Ich wünschte mir, dass das PlayStation-Spiele oder generell Konsolenspiele, dass du deine Steuerung selber belegen könntest. Das wäre echt toll. Ich weiß nicht, warum es das nicht gibt. Ich bin kein Konsolenspieler. Wisst ihr, warum? Also manche Spiele haben es, gerade jetzt hier die Jungs, die er jetzt letzte Woche zu Gast hatte, Deck 13 hat ja viele anpassbare Schemes mittlerweile in den Dingern drin, weil tatsächlich diese Individualisierungsmöglichkeiten bei den Consoleros halt nie gefordert wurde. Das ist irgendwie so eine PC-Geschichte. Was die PlayStation letztendlich eingebaut hat, was viele nicht wissen, du kannst im Menü der PlayStation die Buttons neu mappen.
dass du halt sagst, in der PlayStation X ist jetzt Kreis und Kreis ist jetzt X. Oh. Und dann kannst du dich halt umlegen. Aber das gilt dann halt für überall und jedes Spiel. Oh. Das geht direkt in der Sony-Konsole. Das funktioniert. Aber es würde gehen. Das geht. Das haben sie mit irgendeiner Firmware vor 2-3 Generationen in der Firmware halt hinterlegt. Das funktioniert. Ja. Warum es halt in den Spielen halt nicht machbar ist, würde ich auch gerne haben. Genauso, wenn du sagst, ein bisschen anpassbares Field of View. Das erste, was ich beim Monster Hunter gemacht habe, ich habe die Kamera ganz nach hinten gemacht, also weitere Sicht, dass ich den Charakter, ne, von weiter sehe, weil oftmals hast du halt diese, weiß ich nicht, 3/4 vom Bild sind weg mit dem Char. Uff, ey. Ja, aber klar, kostet halt Performance, deswegen da kannst du mit dem PC halt deutlich mehr halt Field of View rausziehen, hast halt eben noch die Hardware-Ressourcen, die halt eben die Konsole halt nicht bietet. Weißt du, warum sie diesen Switch gemacht haben? Dass du das ändern kannst auf der Konsole? Weil du auf asiatischen Playstations zum Beispiel nicht mit X alles bestätigst, sondern mit Kreistaste. Ja, genau. Das ist bei denen so. Und damit das einfach für alle Märkte dann, falls du dir einen in Asien geholt hast, aber vielleicht aus Europa kommst, damit man das switchen kann. Deshalb haben sie das gemacht. Ja, das hat Ian B. tatsächlich, der sehr lange Dark Souls spielt, hat gesagt, der hat nämlich auch immer Probleme mit X und Kreis gehabt, weil er die japanischen Versionen gespielt hat und da ist das Game genau auch vertauscht. Mhm. Nee, aber würde ich mir prinzipiell wünschen, dass es irgendwann mal kommt, so als Standard, dass man es anpassen kann oder frei belegbar, sollte ja eigentlich machbar sein. Nee, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob er nur die Beta gespielt hat, Dizzy, weil die Beta habe ich auch gespielt. Ich habe 2 Stunden gespielt. Achso, okay. Weil die Beta hat mir, sage ich ja, habe ich gesagt, hat mir nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat mich halt nicht gehuckt, hat dann gesagt, ich kauf's mir und schau halt mal rein. Und ja, wie gesagt, da war genau das halt drin, was mir in der Beta halt gefehlt hat. Die Beta war halt einfach so, ja, hier ist ein Stock, hau mal das Monster. Ja, schön. Aber das volle Spiel halt hat eben doch deutlich mehr Mechanics und führt dich dann doch da halt hin, was du halt tust, warum du es tust. Mit den vielen verschiedenen Waffen kannst du erstmal halt eben rausfinden, welche du gerne spielst. Dann halt eben die Aufteilung in den Elementen, welchen Schaden du verursachen willst. Also es hat halt eben schon diese Karotte, die dich halt motiviert, das nächste Set nochmal zu farmen und dann nochmal das Monster umzuhauen in der Hoffnung, dass du dann doch jetzt endlich deine Wasserwaffe vollständig bekommst, weil könnte man ja noch brauchen neben Blitz und allem anderen Krempel. Also das haben sie wirklich sehr, sehr geil gemacht. Das hat mir auch ultra gut gefallen. Also als ich mir am Anfang die Waffen angeguckt habe und dann als du die Kombos da im Trainingsraum lernen konntest, das fand ich mega geil. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das ist so ein Japan-Ding, habe ich das Gefühl. Ja, Skins, Aussehen ist halt mega. Jede Rüstung ist, sobald du ein Monster erledigt hast, kriegst du eine neue Rüstung. Und da haben sie, also da sind echt Sachen dabei. Ich freue mich schon jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Ja, ab zu Schmiede. Gucken, wie sieht die neue Rüstung aus und wie sieht die Rüstung von der Katze aus. Ne? Das ist echtes Highlight. Ich finde es großartig. Also das ist definitiv was Feines, ja. Mhm. Und ich hatte ja vorher die Klone gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Tukiden gab's halt. Das war ursprünglich von der Vita, kam dann nochmal auf der PS4 raus. Hat dann ja nochmal einen zweiten Teil bekommen für die Vita und die PS4. Also Tukiden Kiami hieß es für die PS4 und Tukiden 2. Und God Eater, beziehungsweise God Eater Resurrection und Rage Burst. Das waren eben auch nochmal Teile, die für Konsole und PC rausgekommen sind. Und ich muss sagen, also Monster Hunter so als Gesamtpaket gefällt mir doch deutlich besser, weil es einfach stimmiger ist von allem. Die anderen Spiele waren auch lustig, da habe ich halt die Main Story so ein bisschen durchgedaddelt. Auch super japanisch, halt mit verschiedenen Waffen, was du halt eben forgen kannst, was du upgraden kannst von Waffen, von Rüstung, von Edelstein. Also wir hatten im Kern alles das Gleiche, aber so das ganze Paket ist jetzt in Monster Hunter World, muss ich sagen, am stimmigsten. Muss ich echt sagen. Ja, bin ich jetzt froh, dass ich spielen konnte endlich mal, weil die vorigen Teile sind an mir vorbeigegangen. Ich bin halt total verstrahlt gerade drauf, muss ich zugeben. Ich stehe auf und denke schon so, wenn du jetzt noch einen Zahn von hier Ananas, ne, holst, dann könntest du da noch das Schwert, ja. Ach, das wolltest du auch noch machen. Ach, Moment mal, ich habe doch da eine neue Rüstung freigeschalten. Boah, die würde ich auch gern haben. Was machst du denn zuerst? Während ich dusche, so, oh ja, als allererstes mache ich das. Dann mache ich das Spiel auf und sehe, oh mein Gott, da sind noch so viele andere Quests. Und bist du denn schon durch? Weil ich bin noch nicht durch. Ich bin jetzt Jäger Rang 9. Naja, irgendwie sowas bin ich auch erst. Und das geht ja bis locker 100. Also von dem her. Ist ja das Jahr schon safe.
anfangen. Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das, das hatte ich auch bei mir schon beim Stream halt gesagt, ich bin gespannt, ob sie halt eben nochmal, also es gibt ja keinen Season Pass, was mich schon mal wundert, ob sie halt eben per DLC halt eben nochmal Gebiete oder Monster nachpatchen, weil das wäre ja rein theoretisch einfach gemacht und dann kriegst du halt ein neues Monster und das hat eine Drop-Chance von 1% auf irgendwie die mächtige Mähne der Schönheit und die brauchst du halt 10-mal. Ja, dann musst du das Vieh, keine Ahnung, 10.000 Mal umkloppen, bis du das Rüstungsset hast. Also ich meine, die Langlebigkeit können sie ja einfach erhöhen, indem sie halt alle paar Monate was Neues reinpatchen mit einer niedrigen Drop-Chance und dann kannst du das Ding wieder farmen gehen. Bin gespannt, ob sie sowas halt machen. Das finde ich schon ziemlich cool, dass du halt eben sagen kannst, du kannst alle paar Monate mal zurückkehren und das neue Monster halt umhauen. Ich bin angefixt, ich hab Bock drauf. Ich hab noch nur die 100% sind... Ich habe noch eins zum Weggeben. Braucht noch einer dieses Spiel? Oh, du hast es sogar als Disc-Version. Ja, weil ich habe mir ja die Beta angeguckt und die Beta lief ja bei mir nicht vernünftig. Also auf mir ist ja die PlayStation ständig abgeschmiert. Und so grundprinzipiell fand ich das Spiel ja nicht wirklich schlecht. So, aber halt so die Steuerung nicht umlegbar und dafür habe ich keine Geduld. So. Dafür hat mich das dann nicht so aus Latschen geknallt. Und ich mag Vertonung. So, das ist für mich so der, wenn ich nee, wenn dann du immer am Bildschirmrand unten klemmen musst und ich will das halt aber auch alles lesen, weil, ne? Weil sonst kann ich das alles wegdrücken und dann verpasse ich wieder die Hälfte und dann kriegst du wieder nicht auf Reihe, so. Nee. Also ich finde, am Anfang ist es sehr viel, ne? Du hast nicht nur die Quests, sondern das und das und das und das zu erledigen, aber das Lesen finde ich jetzt gar nicht. Du hast einmal das Tutorial zum Durchlesen und danach unten die Quests, die sind jetzt nicht. Der erzählt dir da nicht 10.000 Jahre lang, dass du halt in den Wald gehen sollst, um große Muscheln zu holen, weil wir wollen neue Suppe. Ja. Das ist also das Essen so finde ich geil. Mega. Und das kannst ich, das du upgraden. Auch cool, ja. Am Anfang sind noch zwei, sind glaube ich nur drei Katzen, dann werden es schon vier. Und echt? Alles. Ja. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr geil. Das ist ein super Küche. Richtig Spiel, schön. Ja. Hat mir auch gut gefallen, ja. Auch die To-Go-Küche ist cool, wenn sie das dann nachher macht. Das hatte ich dann, ich weiß nicht, ob sie das später auch noch macht, aber wenn sie dann hinter dir rumzappelt und so, das ist auch sehr cool. Aber ich glaube, das ist auch Japano-like, oder? Im PDO war das auch so. Aber es ist halt irgendwie schade, finde ich. Aber gut. Max, ja. Ich habe die ganze Woche UFC gespielt. Ja, siehst du, da kannst du mich jetzt nicht ranführen. Das ist so. Ja, da kann dann sie gleich noch was zu sagen. Steht ja auch auf der Liste. Wir haben eine Liste. Ja, es sind sogar ziemlich viele Sachen, die diesen Monat rauskommen. Ja, eine Mixtur zwischen AAA, Indies, Remakes, also eine ganz bunte Mischung. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja letzten, also ich meine, wir sind ja schon am 4., aber diesen, dazu kann ich gar nichts sagen. Das ist also generell mal die Frage in die Runde, weil ich ja weiß, dass sehr viele Leute Final Fantasy sehr geil finden. Aber Final Fantasy 7 oder ist das, nee, Final Fantasy 12 ist das, oder? Genau. The Zodiac Age. Ist das rausgekommen? Für den PC. Naja, ist schon vor langer Zeit, also was heißt langer Zeit, also ich sag mal jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr ist es für die PlayStation 4 rausgekommen. Hatte ich halt einige Streams halt gesehen. Mir hat das Kampfsystem nicht gefallen, weil das ist noch, ich nenne es jetzt mal, sorry, ich bin nicht unbedingt Final Fantasy affin, hat so ein Swing-Timer-Combat-System. Das heißt, du musst immer warten, bis eine Leiste voll ist und erst dann führt er eine Aktion aus. Also für mich fühlt sich das Ganze halt sehr, sehr statisch an. Deswegen ist es nicht unbedingt mein Spiel. Ist jetzt, nachdem es halt für den PC nochmal remastered Entschuldigung, für die PlayStation remastered rausgekommen ist, jetzt nochmal remastered rausgekommen für den PC. Und alle, die halt eben auf den PC-Port gewartet haben, können jetzt seit 1.2. loslegen. Das kam nämlich direkt am 1. Februar raus. Ich habe das 12er nie gespielt, muss ich zugeben. Ich habe das 13er, also die Lightning-Edition, die 3, die habe ich komplett gespielt. Das 12er kenne ich noch gar nicht. Ich habe es zwar da, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Ich habe das mir in ein paar Streams angeschaut, wo man die Munchkis auch schneller laufen lassen kann, weil es anscheinend so wahnsinnig lange Laufwege gibt und sowas. Ja, das gibt es da, glaube ich, auch. Also wie gesagt, hatte ich eben, wo habe ich es gesehen? Ich glaube, bei Rakon, der ist dann auch immer durch die Gegend gerannt. Ja. Die Story an sich und die Charaktere fand ich ganz sympathisch. Aber wie gesagt, das Combat-System hat mich dann halt eben abgeschreckt, mal selbst einzugucken, weil immer nur, ja, ich weiß gar nicht, wie man das Combat-System nennt, halbrundenbasiert oder so, also Active Battle Swing, weiß ich nicht, das war halt nicht unbedingt meins, dass ich ja halt immer warten muss, bis der Kreis sich halt füllt.
Mal so eine Frage zwischendurch. Kann mir einer diesen Hype erklären? Also ich habe nur Final Fantasy 15 gespielt letztes Jahr. Hm. Warum finden Leute das cool? Also nur mal, um das zu verstehen. Also ich kann damit gar nichts anfangen. Ich bin mit dem 10er damals so richtig erst mit Final Fantasy in Kontakt gekommen und es war einfach bildgewaltig. Für die damalige Zeit war Final Fantasy 10, wenn du diese Bestien beschwören konntest im Kampf, da war schon rundenbasierende Kämpfe. Es war einfach bildgewaltig, die Story war schön, es sah unglaublich toll aus, es hat Spaß gemacht, gegen die Gegner zu kämpfen. Ich fand, also das 10er war für mich damals so, oh, ist das toll. Und erst dann habe ich trotzdem nicht das 11er und 12er gespielt. Ich habe damals noch nicht so viel Asia-Sachen gespielt. Dann habe ich das 13er gespielt, 14 war ja online. Das 15er habe ich jetzt gespielt und ja, ich soll mir unbedingt das 7er angucken, sagen alle, weil 7 soll das Beste sein. Ja gut, das kommt jetzt ja nochmal als Remake irgendwann. Ja, aber das ist ja nicht vergleichbar mit dem originalen 7er. Das ist richtig, aber ob man das dann, wenn man es jetzt nochmal so spielt, die Vibes hat, wie jemand, der es damals zum ersten Mal gespielt hat, als es rausgekommen ist. Schwer, weil der Nostalgiefilter fehlt, ne? Und es ist halt wirklich schon ein altes Spiel. Stelle ich mir auch immer ein bisschen schwierig vor. Vielleicht werde ich es mir irgendwann mal anschauen. Aber wie nah ist denn... Entschuldigung. Ja? Wie nah ist denn 15 an diesen Erinnerungen? An diesen guten? Gar nicht? Okay. Gut. Also, ich da gibt's Schokobros. Ich sitze jetzt genau zwischen Sali und zwischen Dizzy. Weil Final Fantasy 15 war auch mein erstes. Ich gleich triggerte schon wieder der Chat und ich fand es halt nicht gut, weil es ist ein JRPG und ein JRPG lebt davon, dass du halt die Geschichte magst und die Charaktere, mit denen mitfiebern kannst, halt mit Freunden, mit Leiden. Das hat bei mir in Xenoblade halt super funktioniert. Deswegen habe ich das Spiel auch geliebt und das ist für mich das Spiel des Jahres letztes Jahr geworden. Das hat für mich aber nicht in Final Fantasy 15 mit Tokyo Hotel in der Hauptrolle funktioniert. Das war nicht meins. Ergo fällt der Teil weg, ist der Rest halt quasi nicht mehr existent. Und bei den anderen Teilen, gehe ich mal von aus, wird dann halt die Geschichte interessant gewesen sein, die Person interessant gewesen sein, ist jetzt halt dasselbe wie die Tales of-Reihe, die haben halt nicht viel miteinander zu tun und du erlebst halt eben eine Geschichte. Und bei Final Fantasy hat es halt leider bei mir auch nicht gezündet. Ja, Tales of werde ich mir jetzt halt eben noch ein paar Teile halt angucken, da habe ich halt im letzten Sale halt nochmal nachgekauft, für die PS3 erstmal, die waren alle nochmal im Angebot, alle nochmal nachgekauft. Und die mir dann halt nochmal angucken. Wenn Final Fantasy 7 nochmal rauskommt, werde ich da auch nochmal reingucken. Wobei ich mich frage, warum sie das unbedingt als Episodenteil machen wollen. Das finde ich schon wieder irgendwie großer Mumpitz. Ich mochte 15. Also das 10er war halt für mich, ich fand das 10er toll. Und ich habe auch alle drei vom 13er gemocht. Das ist mir egal, was die Leute da sagen. Das 15er war okay. Ich hab Spaß dran gehabt, ich habe es gern gespielt, aber es ist mir nicht so viel Episches jetzt. Obwohl, ich kann mich eigentlich fast an jeden Kampf erinnern, wenn ich jetzt gerade so durchgehe. 15? Mhm. Ja, ich auch. Mhm. Und an das erschreckende Ding danach. Dann habe ich mir so gedacht, tolles Spiel, super Spannungsbogen, habt ihr ja... Gut, das ist doch gar nicht durchgespielt. Ich war vor dem Endboss, den habe ich auch immer. Ich fand den Spannungsbogen so unendlich dämlich. Du hast halt diesen, wenn du in dieser Stadt bist, hast du denn, also in dieser, so wie Venedig hier, diese Wasserstadt, und dann hast du diesen epischen Fight und es ist alles episch und du denkst dir so, wow, was ein krasses Ende. Und dann steigst du in den Zug und du fährst und fährst und fährst und fährst und fährst. Au, hab ich mir gedacht. Ja, dann weißt du, fick dich. Also das fand ich überhaupt nicht... Ich mag das... Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, aber wenn ein Spiel einen Spannungsbogen aufbaut und ihn zu sehr überspannt, habe ich gar keinen Bock mehr darauf. Und ich fand an dem Punkt, durch diesen Fight war das so... Okay, jetzt muss... Da kann nichts mehr kommen. Und dann kommt halt diese langweilige Zugfahrt hinterher. Und das fand ich sehr unpassend. Ja, fand ich sehr unpassend. Aber ich konnte ja auch nicht zu Ende spielen, weil ich hatte A, eine Mechanik nicht, die ich wahrscheinlich in meinem Tran nicht mitbekommen habe und ich war unterlevelt, glaube ich. Ja, ich auch.
Ich habe das Spiel, ich habe es durchgespielt, also eher durchgewirkt, knapp 35 Stunden und ja, wie gesagt, bis zum Stealth-Level, also die Leute, die es gespielt haben, wissen jetzt, welchen Aktor, welches Kapitel ich meine, bis zum Stealth-Level ging's und ab da habe ich mich halt brutal verarscht gefühlt, weil das war für mich das schlimmste Level im ganzen Spiel, ey. Stealth ist ein allgemeines Super gut. Nein, nicht für mich. Ja, in, sag ich mal, dedizierten Stealth-Games wie ein Splinter Cell oder so. Ja, da ist Stealth gut, aber in jedem anderen Spiel, wo Stealth nur eine Randmechanik ist, ist Stealth meistens kacke. Ja, gut. Oder Hitman, wenn man das stealthen kann. Also wie gesagt, das ist dann, ob darauf ist das Spiel halt eben ausgelegt. Ich weiß gar nicht, was du meinst gerade. War es im Wald? Nee, das war ja in Wie willst du stealthen, wenn die drei Happelmänner hinterher laufen? In dieser Basis war ja, das. Ja, genau. In der Basis. Das war auch unnötig. Da war ich, glaube ich, nicht. Ja, also ich habe das 12er, aber wenn wir nochmal zurückkommen wollen zum 12er, ich habe selber nie gespielt. Ich habe nur in ein paar Streams reingeschaut von Drakorn und Dance Gaming damals. Ich werde es mir irgendwann mal, wenn ich gerade nichts anderes habe, werde ich mir das sicher mal angucken. Nö, da stehen noch ein paar andere eher so auf meiner Liste der JRPGs. Wie gesagt, die Tales of Rai würde ich mir angucken. Das neue, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Lacrimosa auf Dana, hat ja auch relativ gute Kritiken bekommen. Das würde ich mir dann auch sogar eher noch angucken, als jetzt, sage ich mal, jetzt hat Final Fantasy 12 oder so. Das triggert mich halt, wie gesagt, vom Combat halt nicht ganz so. Ja, das hatten ja tatsächlich auch viele mit Xenoblade, die halt gesagt haben, ja, Spiel ist geil. Aber der Combat oder das Combat-System ist für mich ein Upturner und die das Spiel deswegen halt nicht gespielt haben. Das wäre, glaube ich, bei mir so bei Final Fantasy XII dann der Grund. Spiel mag interessant sein, Story sieht interessant aus, aber das Combat-System ist so. Okay. Nun. Ja, Combat-System und Stealthy und gute Story und voll vertont. Zweiter. C2. Das ist aber sowas von voll vertont. Ja, kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Gibt ein paar Leute wie dich zum Beispiel, die es, glaube ich, sehr, sehr exzessiv spielen oder sehr viel spielen. Ich glaube, dann sagst du was dazu. Ist, weil ich glaube, ich würde es als Combat-Arcade-Simulation beschreiben. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Keine Ahnung. Ist auf halt nicht meins. Auf die Fresse reicht. Blut. Auf die Fresse. Auf die Fresse mit Blut. Ja, also UFC 3 ist sportlich. Also Singleplayer ist stark. Im Gegensatz zum UFC 2 letztes Jahr ist UFC 3 definitiv besser geworden, was das Singleplayer angeht. Und wie darf man sich das vorstellen? Gibt es da jetzt wie in den anderen EA-Spielen Karrieremodus, wo du halt sagst, du bist jetzt hier der Kleine, der jetzt anfängt und er möchte zum Champion werden? Ja, genau. Okay. Man könnte fast meinen, es ist wie FIFA, nur mit Boxern, also mit Kämpfern. Es gibt auch Ultimate Team und einen Online-Modus, aber das habe ich so jetzt per se noch nicht ausprobiert. Ich habe bis jetzt nur die Karriere gespielt, die war echt großartig. Also es ist viel, finde ich, persönlich viel besser geworden als UFC 2. Also man sieht auch Verbesserungen da drin. Okay. Ja. Ansonsten kann man, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Es ist mal wieder ein... Ich weiß nicht, EA hat es mit Soundtracks irgendwie drauf, finde ich, auch wenn es nicht deren eigenen, hauseigenen sind, aber sie finden immer die passenden Lieder. Und, ja, Vertonung ist halb Deutsch, halb Englisch. Und was man daraus immer lernen kann, ist, dass ich weiß nicht, ob es gibt in irgendeiner Sportart einen deutschen Kommentator, der noch Lust hat, seine Sache zu präsentieren, der nicht klingt, als wenn er überhaupt gar keinen Bock hat. Also die deutsche Vertonung ist unterirdisch. Also die Kommentatoren im Ring, da denkst du so, wow, nice fight. Da hat er aber richtig hart zugeschlagen. Sind das denn Bekannte, die quasi, ich weiß nicht, ob sowas auch übertragen wird, weil ich gucke es auch nicht quasi im Fernsehen, wenn es kommt. Sind das Bekannte oder sind das No-Names, die sie genommen haben? Also ich möchte da jetzt keinem zu nahe treten, aber wenn die das wirklich machen, dann sollten die Leute, der Chef von denen sollte überlegen, ob er nicht andere Leute einstellt. Da schläfst ein bei. Und also, um deine Frage zu beantworten, also Buschi, also Buschmann, den kann man hören. Ich weiß natürlich nicht, ob er UFC kommentiert, also der ist noch ertragbar. Der macht das noch ein bisschen halt unterhaltsam. Als deutscher Kommentator für, was macht der? Football, Basketball, Fußball macht er mittlerweile. Aber ich weiß halt nicht, ob der auch UFC macht oder so.
Weiß ich nicht. Also ich kenne, wie gesagt, ich habe es jetzt nur immer aus den Sportspielen und ich finde die Kommentatoren da sehr, sehr langweilig. Irgendwie. Da kommt kein Hype auf. Wenn du jetzt zum Beispiel die Englischen hörst in dem Fall, die sind sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch der große Kritikpunkt zum Beispiel an UFC auch ist, dass die halt beim Ultimate Team Lootboxen drin haben. Sehr, sehr komisch. Und ich habe das letztes Jahr, habe ich das ja auch mal ausprobiert. In Ultimate Team. Aber das ist ja bei EA. Also bei EA habe ich das Gefühl, sie verdienen eigentlich nur mit Ultimate Team ihr Geld. Weil was da Leute an Geld reinbuddern, mein lieber Mann. Also es ist halt genauso wie bei FIFA. Du kriegst dann da deine Special Attacks und lauter solchen Philippans aus den Tüten daraus. So. Und aber da habe ich jetzt so noch nicht reingeholt. Ich kann es nur vom Singleplayer einschätzen. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, jetzt 30 Stunden gespielt, seitdem es draußen ist. Oder so ungefähr. Ich finde es echt klasse. Du hast ja auch den vorigeren Teil gespielt, ne? Ja. Ja. Also mir macht es schon sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also auch nur rein vom Singleplayer her. Sehr gut. Damals beim Wrestling habe ich halt die Kommentatoren halt ganz gerne gemocht. Ich kenne halt noch von super früher, wie sie hießen, Carsten Schäfer und Günther Zapf. Keine Ahnung, ob die noch jemand kennt. Die haben halt früher Wrestling kommentiert. Die waren relativ cool. Aber mittlerweile, wie hat Kasa Krawall, nee, der darf nicht lurken. Der hat nämlich noch geschrieben, nee, kommentiert er nicht. Und Football macht wohl Buschi auch nicht mehr. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, der wäre so Football-affin. Okay. Nee, aber die Wrestling-Spiele waren ja auch mit Bekannten, die sonst auch normalerweise neben dem Ring sitzen, halt immer und da kommentieren, haben sie die zumindest bei Wrestling halt, zumindest bei THQ. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei 2K ist. 2K Wrestling habe ich nicht mehr gespielt, weil es mir nicht gefallen hat. Und da war es eigentlich aber sonst immer okay. Also nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss es sofort wegdrücken oder so. Die letzten beiden Spiele übrigens, danke an Sony, die Download-Server haben gut funktioniert. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber sie funktionieren endlich vernünftig. Da hat Gigabyte endlich nur 10 Minuten gedauert. Yes! Das war gut. Für die Patches. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber es läuft auf jeden Fall besser. Nun, aber UFC, ja gut, wer da drauf steht, es gibt viele Leute, die stehen da nicht so drauf. Die haben die Server runtergeregelt, absichtlich bei Sony. Und zwar, ich kenne auch die Zeit, wo die Server gut funktioniert haben und dann wurde Sony doch gededost. Wo die Server irgendwie über Weihnachten vor 4 Jahren irgendwie 1,5-2 Wochen down waren. Und seitdem haben sie das reglementiert, extrem brutal und krass, weil sie panische Angst hatten, wohl nochmal gedDoS zu werden. Und deswegen, seitdem war der Connection Speed halt so eingebrochen. Und weil sie wohl Angst hatten, geflottet zu werden. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt mittlerweile irgendwelche Securities dazwischen geschaltet haben. Endlich mal nach 4 Jahren, dass es wieder so geht wie vor 4 Jahren. Das war halt der Grund, warum es danach super langsam ging. Also die Tage ging es sehr gut. Weil du da wahrscheinlich durch zig Cloud-Filter irgendwie durchläufst oder was weiß ich, wie die Mopeds da außen heißen. Um da halt eben keinen zusätzlichen Traffic auf deren Servern halt zu verursachen. Und wer UFC, also wer Sportspiele mag, kann sich das gerne reinziehen. Es gibt viele, wie nervt Musik, so jetzt von dem, was ich aus dem Chat bei mir gesehen habe. Also es gibt Sachen, die stören. Es gibt auch Probleme mit dem Menü. Das finden auch einige Leute nicht cool. Also das ist nur das, was Leute sagen, nicht das, was ich sage. Steuerung ist sehr kompliziert, muss ich. Also die Steuerung ist wirklich überladen. Jeder Knopf. Du brauchst wirklich jeden auf dem Gamepad. Also doch eher Richtung Simulation statt Arcade-Gewäsche. Ist schon Arcade, weil ja doch schon auf jeden Fall. Aber du brauchst halt den ganzen Controller. Das macht dich am Anfang erstmal so ein bisschen wirr. Ja, weil das war zum Beispiel auch einer der Gründe, sorry, dass ich immer die Analogie zum Wrestling halt ziehe, 2K war halt, sag ich mal, eher so Action-Arcade. Und dann haben sie ja habe ich jetzt gerade 2K gesagt? Nee, bei THQ, Entschuldigung, dann ist es ja gewechselt mit dem Konkurs zu 2K. Und da ist halt allein das Grappling-System, wie du halt quasi in die Umklammerung gehst und dich auch daraus lösen kannst. Ey, das ist jetzt eine Wissenschaft geworden. Bis du da halt reinkommst, habe ich gedacht, nee, komm, ich spiel was anderes. Wenn ich dann halt spielen wollte, ich wollte einfach nur mal ein bisschen rumbolzen. Ja, das ist, glaube ich, in UFC. Rumbolzen geht nicht so. Nee. Einfach so. Ja gut, dann schon eher wirklich nichts für mich. Das letzte Wrestling war 2016. Da habe ich eine halbe Stunde gespielt, habe ich es ausgemacht.
War nicht so toll. Nun. Jut. Aber We Were Here Too hast du ja auch noch rausgesucht. Habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Nee, das war tatsächlich Credits an Slabby, der heute nicht unter uns weilt. Deswegen, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe mal kurz reingeschaut, was es ist. Es ist ein Koop-Rätselspiel, wo ich mir allerdings nicht vorstellen kann, wo der Koop-Punkt ist, weil man das aus den Beschreibungen und dem Video heraus leider nicht sieht. Also als Koop-Spiel nenne ich jetzt einfach mal Keep Talking, Nobody Explode. Der eine macht was, der andere muss reden und sagen, was der andere machen soll. In diese Richtung soll dieses Spiel gehen. Nur leider sehe ich hier halt nur Screenshots und Videos von dem, was der Spieler, der spielt, sieht. Nicht von dem, was der Spieler, der irgendwas erzählen soll, machen soll. Das sehe ich leider nicht. Ich weiß nicht, ob Slabby da noch mehr Informationen halt hat. Ansonsten, so Koop-Spiele sind ziemlich cool. Wenn man halt die Partner hat, mit denen man spielen kann, kann halt sicherlich Spaß machen. Oder man schreit sich an, weil man sich halt nicht miteinander verständigen kann. Das ist die andere Möglichkeit, aber das kann dann auch für den Zuschauer im Stream ganz lustig werden. Müsste ich mir mal genauer anschauen, da ich es nicht auf dem Zettel hatte, wäre schade, dass Slabby das jetzt halt eben nicht beschreiben kann. Vielleicht hätte er ja mehr Infos gehabt, weil ich habe es auch nicht auf dem Radar halt gehabt. Du bist wohl in einer Burg und musst wohl aus dieser Burg entkommen und ist halt eben in einer 3D-Umgebung und dein Partner muss dir halt quasi via verbunden im Spiel mit virtuellen Walkie-Talkie halt Hinweise halt geben. Wie und worüber, I don't know. Hört sich wirklich witzig an, ja. Werd mir das mal notieren. Keep Talking, Nobody Explodes war ja auch ein Zuckerstück. Also, wenn das so in die Richtung geht, stelle ich mir das sehr witzig vor. Definitiv. Vor allem, weil es sowieso schon wenig Koop-Spiele gibt. Ja, in die Richtung. Ja, also würde mir jetzt nicht so viel einfallen. Mir fällt auch so immer nicht viel Koop ein. Wenn ich überlege. Ich überlege sehr häufig mal nach Koop-Spielen. Mir fallen immer nicht viele ein. Monster Hunter? Ja gut, das trifft nur halt leider nicht so. Yeah. Ja, dann können wir ja auch Tarkov? Ist das kooperativ? Ja, ist natürlich. Ich spiele es ja mit Leuten zusammen. Ja, aber das ist ja eher gegeneinander, oder nicht? Aber ihr spielt doch gegeneinander. Nee, miteinander, okay. Gegen andere. Ja gut, Squad. Ja gut, okay. Im Fantasy lassen wir das durchgehen. Nee, aber auf, auch da, kleiner Preis, also wir hat spätestens, wenn es dann vielleicht irgendwann mal im Steam-Sale kommt, auf die Wishlist packen und dann mal, was weiß ich, für einen Fünfer oder so schießen, dann kannst du nicht viel falsch machen bei dem Spiel. Wir hat im Zweifel, ich habe es gerade gelesen, irgendwie hat es irgendwie Solarpoppin mit irgendjemandem gestreamt, Dopi hat es geschrieben, kann man da eventuell mal auch die Interview-D oder so reinschauen, was die halt gemacht haben, um nochmal ein Bild davon halt zu bekommen. Der nächste ist mir schon wieder so ein bisschen so ein Dorn im Auge. Da freue ich mich drauf, muss ich sagen. Und dann sind wir nämlich schon am 6.2. Shadow of the Colossus Remake. Das Embargo ist bereits gefallen, ist bereits bewertet worden. Metacritic, OpenCritic, 93 Punkte Bereich, also ziemlich hoch. Ja, ich habe das Original angespielt, habe 4 von X, ich sag mal absichtlich X, um nicht zu spoilern, 4 von X Kolossen besiegt. Es ist ein reines Boss-Battle-Game, was halt wie Last Guardian sehr, sehr stark auf die Grafik, auf die Visuals, auf die Inszenierung halt setzt. Ansonsten sehr minimalistisch ist, was halt Sprachausgabe angeht oder Quest-Design oder so. Es lebt halt eben von der Atmosphäre und den Bosskämpfen gegen die Kolosse. Wird jetzt halt, wie gesagt, neu aufgelegt und ja, ich werde es mir angucken. Ich hoffe, dass ich es halt spielen kann. Last Guardian bin ich tatsächlich gut durchgekommen, ohne zu ragen. Von daher gehe ich von aus, dass es bei Shadow of the Colossus auch der Fall sein wird. Plus interessant war, und wobei, das meinte, glaube ich, gerade Dizzy, Bluepoint hat direkt als nächstes gefragt, was sollen wir denn als nächstes remaken? Das heißt, es tut sich mittlerweile wirklich ein Industriezweig auf von Firmen, die dediziert einfach nur noch Spiele remaken für die neue Generation. Und sehr oft genannt wurde bei den Twitter, wo sie getweetet haben, tatsächlich Demon's Souls. Könnte also gut sein, dass vielleicht auch Demon's Souls irgendwann von Bluepoint einfach mal dann Remake wird, wenn sie halt das Go halt bekommen von Sony oder so. Also wie gesagt, da wird wohl dann noch einiges in Zukunft kommen und wenn die halt in den hohen Ratingsbereich halt landen und sich gut verkaufen, ein ganz neuer Industriezweig. Ich frage mich, ob sie gleich losschießen. Ich? Ja. Ich will gar nicht schießen. Ja,
Okay. Warum sagt hier immer jeder, ich will schießen, nur weil ich anderer Meinung bin als alle anderen? Was ist los hier? Sollen wir jetzt hier alle sitzen und alle die gleiche Meinung haben? Nein. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob sie über Shadow of Colossus da mal die Steuerung bearbeiten. Oder ob hast du den ersten Teil gespielt? Also hast du ihn auf der PlayStation 3 gespielt? Hast du doch nicht. Es gibt Leute, die kommen mit der Steuerung zurecht und es gibt Leute, die kommen mit der Steuerung nicht zurecht. Ich habe mir fünf Leute angeguckt und alle haben sich über die Steuerung beschwert. So, ich habe es durchgespielt und ich hatte kein Problem mit der Steuerung. Die Kamera ist mittlerweile frei bewegbar. Die ist nicht mehr fix. Bei Ico und Shadow of the Colossus war ja noch fixe Kamera. Last Guardian und jetzt das Remake haben frei bewegbare Kamera. Was schon viele Probleme löst, weil ich bin ja eben bei Ico und Shadow of the Colossus an der fixen Kamera gescheitert, weil du musst ja dann quasi in die Position springen, die Kamera fest vorgibt. Und das hat bei mir halt bei den beiden Spielen halt damals nicht geklappt. Und der andere Tenor ist, das, was scheiße war, bleibt scheiße, aber das, was geil war, wird dreimal epischer. Also das heißt, wenn du wirklich sehr, sehr steuerungsgenau sein willst, wird das Spiel nichts für dich sein. Erwarte Last Guardian, mehr wirst du nicht bekommen, also von der Steuerung. Und es ging, also ich habe zwei, dreimal gemeckert bei Last Guardian, aber man konnte halt mit Flauschi schon ganz gut klarkommen und kein Vergleich zu Ico oder Shadow of the Colossus im Original. Also ich habe auch Schlimmeres erwartet, nachdem ich halt einige Streamer halt Rage-Schnapp sehen, aber Flauschi konnte man schon ganz gut durch die Level halt wupseln und es hat sich gelohnt. Also wenn man es nicht selber spielen will, sollte man sich zumindest einmal angucken, weil es halt ein wirklich schönes Spiel ist und halt eben Last Guardian dieses Tierchen halt gut einfängt. Die Emotionen für alle Tierbesitzer, die werden es halt wahrscheinlich dann halt kennen und nochmal halt deutlich mehr lieben, als die Leute, die keine Haustiere haben. Shadow of the Colossus ist sensationell gewesen. Also, wenn man überlegt, zu welcher Zeit dieses Spiel damals für PlayStation 2 erschienen ist, war das einfach... Genau, weil es wurde ja für die 3 dann... es war ja dann schon ein HD-Remake für die PlayStation 3. Und jetzt ist es ja dann nochmal ein HD-Remake. Also genau wie Okami quasi. Mhm. Was ja auch ursprünglich halt eben nicht für die PlayStation 3 rauskam. Ja. Doch. Die PlayStation 3 ist Okami erschienen. Nee. Als Download, natürlich. Ich habe sie ja auf der 3er gespielt. Kam das nicht als vom Handheld irgendwo? Also ich meine, es war auch schon vielleicht ein HD-Remake für die 3. Also doch, ja, war HD-Remake. Du hast recht, es war ein HD-Remake, genau. Aber es kam eben schon für die 3er als HD-Remake und jetzt kam es für die 4er. Genau. Aber es war 1:1. Also ich glaube, es gab gar keine Verbesserung, soweit ich das mitbekommen habe. Noch nicht mal zusätzlicher Trophy-Support oder so etwas. Und da kann ich es auch auf der 3er spielen, wenn es genauso ist wie auf der 4er. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe es auch auf der 3er, da war ja irgendwann im PlayStation Plus drin. Von daher, wenn ich es mir irgendwann angucke, gucke ich es mir auf der 3er an. Reicht völlig. Es gibt schon alte Klassiker, wo ich mich einfach auf ein Remake einfach nochmal freuen würde, wie Demon's Souls würde ich wirklich gerne nochmal. Medieval ist häufig so. Das ist so gut. Na, da freue ich mich halt mega drauf. Spyro würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn da die Reihe noch rauskommen würde. Ich würde mich wahnsinnig über ein Little Big Planet nochmal freuen. Das habe ich früher auch so gerne gespielt. Echt, du mochtest es nicht? Du, der mit Steuerung so ein Problem hat. Ja, das erste war ja so schwammig. Ich habe selten so schlechte Laune in einem Spiel bekommen wie in Little Big Planet. Das ist so ein absolutes... Ich habe das angemacht. Und dann hast du dieses in verschiedene Ebenen reinhüpfen und der hüpft nicht so, wie ich das will. Little Big Planet rausgeflogen. Ei, ei, ei. Wobei, wenn wir gerade beim Ragen sind, das nächste Spiel fand ich ziemlich interessant, ist ein Spiel, was ich mir gerne in Streams angucken werde und heißt Dandara. Kommt am 6.2., ist ein Indie-Game und ich bin gespannt, wer das Spiel halt spielen wird. Es hat mich so ein bisschen von der Grafik oder ist ein Indie-Spiel, so an Hyper Light Drifter erinnert und ist für die Leute, die sich halt gerne in Spielen quälen. Also ich sag mal so die super Meat Boy Generation oder The End is Nigh oder was weiß ich, was es da noch gibt. Es sieht verdammt geil aus. Ich werde es nur nicht spielen, weil ich würde da sofort tilten. Und die Leute, die spielen, da werde ich gerne mal reingucken, wie die halt durch dieses Spiel halt wubbeln. Es ist halt eben nicht nur, sage ich mal, Sidescroller, es dreht sich auch die Welt quasi mit, dass du halt über Kopf dann spielst und hast ihn nicht gesehen und ich würde wahnsinnig werden.
Das wird Holly bestimmt spielen, gehe ich ganz drauf. Ja, zum Beispiel, genau. So, alle, die hier zuschauen, bombardiert Holly, dass der das spielt. Danke, weil ich will es auch sehen. Ich finde es echt schön. Ich habe das auch schon länger auf dem Zettel, aber ich kann es einfach nicht spielen. Nee. Geht nicht. Da würde ich wahnsinnig werden. Instant. Ja, das wird leider nichts. Ja, da habe ich auch keine Nerven für. Aber ich werde es mal anschauen. Übrigens, also, ich hab von mehr als der Hälfte der Spiele, die ihr immer aufzählt, gar keine Ahnung, was das ist. Von mehr als die Hälfte? Mhm. Okay. Ja, aber deswegen machen wir das schon, ja. Ich spiele schon, bitte? Deswegen machen wir das ja. Nee, ich meine die von früher. Ach so. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von. Jetzt, heute kenne ich auch Hinz und Kunz, aber das. Wann hast du denn mit dem Gaming angefangen? So richtig? Ja. Mit 29. Okay, ja gut, das erklärt's. Also ich habe Battlefield unzählige Stunden gespielt und League, Woods of Magic und Silk Road und dann, ich habe keine Ahnung, ich habe nie Computerspiele gespielt. Ja gut, aber das erklärt's, wie gesagt. Ich meine, ist erstmal schön, dass du dann angefangen hast und dazu gefunden hast. Ich meine, ist ja nie zu spät. Aber klar, ich meine, ich habe angefangen Mitte der 80er. Also auf dem Atari 2600 und seitdem spiele ich halt und klar, ich meine, da kommt dann einiges zusammen, was man dann halt über die Jahre gespielt hat. Klar, hat man auch noch super viel nicht gespielt, weil es gibt so viele Spiele mittlerweile, aber ich würde es aber auch nicht nachholen wollen. Nee, weil dir halt eben, sag ich mal, die Nostalgiebrille fehlt. Wie gesagt, in meiner Erinnerung ist Monkey Island 2 auf dem Amiga 500 das schönste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Machst es heute an, denkst du dir, okay, früher waren aber nicht so viele Pixel, das war doch früher alles viel geiler und klarer und ja. Dafür gibt es ein Remake. Ja, klar, dafür gibt es dann das Remake. Richtig. Ja. Das habe ich übrigens auch gespielt. Ja, ich noch nicht, das muss ich irgendwann mal machen. Also Monkey Island 1 und 2, die Remakes. Ja, ich habe sie damals halt noch auf dem Amiga 500 halt gespielt. Gerade bei diesen alten Sachen, ich habe zum Beispiel, früher ist mir Day of the Tentacle, habe ich nie gespielt gehabt. Und das Remake ist erschienen und dann habe ich das eben gespielt und du drückst halt nur eine Taste und du siehst, wie es früher ausgesehen hat und wie es eben jetzt aussieht. Und ich liebe das, diesen, weißt du so, wie sah das früher aus? Nee, früher sah das besser aus. Das sah so nicht aus. Ja. Bei vielen Sachen, die ich halt gespielt habe und dann so, ja genau so habe ich das in Erinnerung. Ich habe gedacht, die haben das hübsch gemacht und dann drückst du auf den Knopf. Ja gut, das liegt an den neuen Fernsehern. Das sah früher nicht so aus. In der Fantasie sieht es halt viel besser aus als die Erinnerung. Ja, ich war früher übelster LucasArts-Fan. Ich habe, glaube ich, alles von deren Adventures halt gespielt. Loom, Maniac Mansion, Day of the Tentacle, die Indiana Jones-Dinger, Monkey Island, The Dick, Full Throttle, was es da alles von denen gab, ey. Ja, und dann sind sie ja irgendwann, nicht mehr in Mode gewesen. Und dann war RIP LucasArts. Schnüff. Ich würde mir immer noch ein Indiana Jones neues Adventure wünschen, aber Das hätte was, ja. Mann, Turm von, kennt ihr noch Indiana Jones Turm von Babel? Ja, hab ich gespielt. Boah, das wünsche ich mir heute nochmal zurück. Das, siehst du, sowas würde ich mir neu. Komplett neu. Indiana Jones. Davon haben wir leider zu wenig. Das kommt nicht mehr so an, glaube ich. Das ist ein totes Genre. Ja, ich glaube, die Figur ist mittlerweile. Ja, nee, das Genre ist nicht unbedingt tot. Es ging ja schon in die Richtung Tomb Raider. Aber die Figur an sich ist, glaube ich, nicht mehr so populär, weil sie mittlerweile halt von anderen, Nathan Drakes oder Lara Crofts halt abgelöst wurde. Und der letzte Indiana Jones war jetzt ja nun mal nicht so toll. Neue Leute hat er nicht angesprochen. Ja, ja. Die alten hat er eher verarscht. Also es gibt ja keinen Indiana Jones 4. Von daher schwierig. Guck den immer gerne. Den neuen. Mehrmals gesehen. Ich gehe jetzt. War schön hier. Eieiei. Ey, bloß weil da keine Frau drin ist, die schreit. Nee, weil, keine Ahnung, weil es halt einfach nicht Indiana Jones war. Es war halt irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, es fehlte der Charme von früher. Früher war das besser. Ja. Wo wir wieder von früher reden, Aegis Defenders hast du ja auch, glaube ich, noch auf dem Zettel. Das ist ja auch ein Indie-Game. Ich glaube, der Monat ist sehr Indie-lastig, oder? Ja, es kommen ein paar coole Spiele. Und das nächste am 8.2. ist auch ein Indie-Spiel. Aegis Defenders. Eben. Ist quasi Plattformer, so ein bisschen Metroidvania mit Tower Defense in Indie-Grafik, die ich halt sehr, sehr mag. Das ist vielleicht ein Spiel, was ich mir sogar dann selbst mal angucken kann.
ich mag halt einfach nur Plattforming nicht, aber das kannst du hier kompensieren mit Tower Defense Mechanics und deine Türmchen hier irgendwo hinstellen und deine quasi Basis oder so verteidigen, ist halt in Wellenform und sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant halt aus. Wie es letztendlich spielbar ist und ob ich spielen kann, das müsste man abwarten, aber ich gehe davon aus, das wird auch nicht die Welt halt kosten, dass man halt mal reingucken kann. Und die Kombination finde ich halt ziemlich nice, dass du halt eben zwei Genres mal so als Mashup halt hast. Der Indie-Bereich traut sich eine Menge rein. Ja, ist halt nicht so teuer, ne, in der Entwicklung und ja, dementsprechend nicht so risikoreich, sowas mal rauszuhauen. Während halt die AAA-Klamotten halt ja mittlerweile sehr, sehr generisch halt sind. Nach Erfolgskonzept A oder B und dann läuft es schon. Ich glaube, das wird dieses Jahr sehr interessant werden. Ich glaube, dieses Jahr werden Indie-Games sehr großen Anteil haben, schätze ich. Also so vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass Indie-Games dieses Jahr sehr, sehr großen Teil in der Gaming-Industrie ausmachen. Also einen gekauften Teil ausmachen. Ja, und du hast ja mehr oder minder schon von Micha halt, hat er ja gesagt, also ne, der letzte Woche da war, also vor zwei Wochen. Okay, ja. Wenn dann halt die Streamer die Games spielen, dann sind sie plötzlich auch in. Das heißt, es braucht halt eben nur ein Hype sein und ein 2, 3, 4, 5 große Streamer spielen das Ding, dann rücken halt die nächsten Streamer nach und plötzlich ist das Spiel in aller Munde. Ja, das wünscht man natürlich dann halt eben auch den Indie-Games, dass das halt eben passiert und nicht nur den AAA-Klamotten. Ich bin immer schon fleißig auf der Suche. Weil auf der Switch kann man danach besser suchen als bei Steam. Ach, du hast jetzt eine Switch? Ja. Ja, gut, da gibt's auf jeden Fall, die habe ich jetzt auch nicht alle rausgeschrieben, aber auch diesen Monat ganz, ganz viele Indie-Games, die halt mittlerweile wieder für die Switch halt kommen, die halt schon auf den anderen Plattformen sind, die habe ich jetzt diesen Monat nicht nochmal alle rausgeschrieben, aber da kommen auch diesen Monat wieder super viele für die Switch halt. Das ist definitiv, also da habe ich, muss ich wirklich gestehen, schon viele Perlen gefunden, wo ich sage, ey, wow, die sind aber richtig gut. Ja, das habe ich, was ich letzten Monat angekündigt hatte, habe ich mal reingeguckt. Iconoclasts, roundabout 20 Euro für die PS4. Gibt's auch für den PC, habe ich halt eben mal reingestreamt. Macht Bock. Also wie gesagt, Empfehlung geht raus. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist halt eben Metroidvania. Und kann man nicht viel falsch machen, wenn man halt Metroidvanias mag. Wo wir von AAA-Titel gesprochen haben. Es gibt auch diesen Monat noch einen AAA-Titel oder mehr oder weniger DLC. Civilization. Ja, wobei ich da raus bin. Das Einzige, was ich halt sage, ist von Firaxis. Mit dem XCOM-DLC haben sie ja gut abgeliefert. Ich hoffe, dass es dann für die Fans eben auch ganz geil wird. Ich habe das Basisspiel nicht gespielt. Ich habe Civilization, wenn ich nach rechts gucke, oben auf dem Schrank als Brettspiel. Ja. Es ist Sonnebox. Ungelogen, ich habe es noch nie gespielt. Ja, keine Ahnung. Also tatsächlich, Strategiespiele ist bei mir auch derbe in den Hintergrund gerückt und deswegen kann ich da halt nicht viel zu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass Fans das wahrscheinlich feiern werden, genau wie halt ich ein XCOM-DLC halt feiern würde. Ja, hab Spaß. Ich hoffe, es wird nicht scheiße. Ich habe Civilization, glaube ich, eine Partie gespielt. Stefan spielt das sehr, sehr gerne. Ja? Habe ich mal ja. Gut, Stefan spielt aber auch rundenbasiert sehr viel, ne? Ja. Also sowas mag er echt gerne. Das mag ich gar nicht. Also es sieht schön aus und so das ganze Prinzip dahinter ist schön. Aber sich da so rein, ich habe dafür keine so langen, nee. Da geht, Offstream vielleicht, aber Onstream kann ich das nicht spielen. Wobei das bei mir genau umgekehrt ist. Ich spiele tatsächlich eher konzentrierter Onstream als Offstream. Offstream habe ich eher so, oh, da ist ja was auf Twitter. Was? Ach ja, ich habe jetzt können auch noch mal was essen oder keine Ahnung. Ach, ich habe das Spiel ja noch an seit 5 Stunden, verdammt. Nee, also tatsächlich, ich spiele wirklich mittlerweile fast nur noch konzentriert im Stream. Dann ich gucke mir halt ein paar Spiele an, was man mal so streamen könnte. Ja, mal so kurz angezockt, so 10 Minuten. Aber privat spiele ich fast kaum noch. Weiß ich nicht. Also ich spiele wieder viel privat jetzt. So, geht schon. Wenn ich Zeit habe, spiele ich auch noch privat ein bisschen. Also ich könnte mir schon vorstellen, nachher noch OFC zu spielen, privat.
Ja, oder auf Monster Hunter so. Nochmal eine Mission mal eben schnell machen. Das geht schon. Aber ich, so muss weiter, ich muss streamen, ich muss die Hauptstory weitermachen. Ich brauche neue Monster zum Farmen. Das ist genau mein Problem, weißt du? So, könntest du jetzt auch eine Runde Monster Hunter anmachen? Mist, dann kriegen die mit, du hast Monster Hunter ohne die gespielt. Darfst ja die Story nicht machen, also die Quest nicht machen. Aber wenn ich die jetzt nicht mache, komme ich nicht weiter. Ja, das Problem habe ich jetzt auch. Wie viel das Uhr? Mitten in der Nacht? Ja, da kannst du jetzt auch nicht den Stream anmachen, ne? Ja. Das geht mir auch in der Tat sehr häufig so. Und da musste ich Tag auf, weil da konnte ich das einfach spielen. Das hat keiner wirklich gekriegt. Außer wenn der Stash auf sag mal, Dizzy, wo hast du die ganze I don't know. Aber UFC zum Beispiel könnte ich das auch nicht machen. Das ist halt scheiße. Ja, aber das Problem ist immer, ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, gerade die Spiele, die ich im Stream momentan spiele, ich habe auf die so einen Pieps, also so richtig Bock, ich könnte das halt offline auch noch machen. Ja. Aber halt um 23 Uhr einen Streamer machen, ist halt auch so. Ich muss gestehen, ich habe, war das am Freitag, war das, glaube ich, und ich habe gestreamt und die Stimme ist halt immer und immer und immer schlimmer geworden. Also das jetzt ist gerade Anfangsstadium. Das wird halt, umso mehr ich rede, umso weniger ist sie da. Und abends um 18 Uhr, ich war halt, bist du krank? Warum redest du so bla bla bla? Und ich war genervt und habe ich keinen Bock mehr gehabt. Da habe ich ausgemacht. Aber das Spiel war noch nicht aus und nicht so. Ja. Ich musste Freitag auch schweren Herzens absagen. Ja, mit Halsschmerzen und Anfänge von Fieber. Und Samstag war ich dann komplett platt und konnte eben auch die Story nicht weiterspielen. Und wir heute mal angemacht, ja gut, verdammt, ich kann ja nichts machen, ich muss Hauptstory machen. Fünfeinhalb Stunden bin ich auf den Maps rumgelaufen. Oh, guck mal, das kannst du einsammeln und das hast du noch nicht. Oh, da hinten ist eine Angelquest. Erstmal schön angeln, 1,5 Stunden, ne? Und kein Wort dabei gesprochen, oh, es war wunderschön. Und dann so, ja, aber Hauptquest kannst du nicht machen, aber Expedition kann ich machen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann, ich habe nur Expeditionen gemacht und habe so ein bisschen, weiß nicht, ich mache mir halt so, kannst ja auch mal ohne Mikrofon streamen. Ich bin halt auf Monster Hunter gerade so extrem scharf auf dieses Spiel, dass ich, na, Stimme macht aber nicht mit, hör mal das Mikrofon aus. Ja, bei mir, ich gehe so morgen erstmal zum Arzt, ich weiß nicht, ich habe eine leichte Bindehautentzündung oder wenn es morgen nicht besser ist, vielleicht mache ich morgen auch die Kamera nicht an oder so. Ja, so mit roten Glubschen fragt dann ja auch jeder, was ist mit dir los? Ja, kann ja hast gar du gekieft oder was? Hast du gekieft? Ja, direkt durchs Auge. Aber du bist halt krank und das ist absehbar, wann das wieder weg ist. Ich habe den ganzen Spaß jetzt 2-3 Monate und das ist dann so anstrengend. Und es hilft nichts, es hilft kein, oh, ich krieg ja 1000 Tipps, ne? Ja, das ist normal. Ja, dann kriegst du 500 Hausmittelchen, das stimmt schon. Der Chat sorgt sich nur um dich. Ja. Ist ja auch nicht die falsch. Die Leute verstehen einfach nicht, dass es irgendwann nervig wird. Sie meinen es ja nur gut. Ich weiß, dass sie es gut meinen, aber es ist halt so, ich war gerade, ich habe mir versucht, Sachen erklären zu lassen, weil Monster Hunter ist sehr umfangreich. So, und ich so, warum funktioniert denn das nicht? Warum kann ich nicht auf den Rücken springen? Und auf einmal so total random steht im Chat, probier's doch mal mit Honig. Honig soll helfen, sag ich. Beste Idee, ich nehme jetzt Honig, da bleibe ich sicher auf dem Gegner kleben. Das ist richtig gut, genau das machen. Ich meinte für deinen Hals, den habe ich gar nicht gefragt. Das wollte ich nicht hören. Ich will wissen, wie ich auf dem Monster bleibe. Aber jetzt, das wäre echt geil gewesen, wenn du wirklich versucht hättest, so den Monster mit Honig einzureiben, um dann ich meine, da drauf du kannst zu ja Honig einsammeln, ne? Und es kam so random, so probier es doch mal mit Honig. Nun. Oh Mann. Man sollte mal irgendwann so ein Best of Trigger machen. So ein richtig schönes Best of Trigger und dann schreibt man mal ein Buch. Warum bist denn du jetzt so? Ja. Yeah. Ja, keine Ahnung, warum schreibst du so eine Scheiße? Ja, Ordner auf der PS4. Nein, gibt's nicht. Das ist bei mir auch mittlerweile so ein Insider. Hab jetzt irgendwann mal nach zig Jahren meine Spiele geordnet. Und sieht man dann ja, ne? Und dann kam die Frage, wie das geht. Und dann habe ich es halt eben irgendwie gefühlt 500 Mal erklärt. Und jetzt mittlerweile, wenn jetzt jemand fragt, ne, gibt's nicht. Gibt keinen Ordner. Ne.
Ist ja nur eingeblendet, ist Photoshop, Fake News. Oh Mann. Ja, cool. Das nächste Spiel ist, glaube ich, eigentlich vom Preisen AAA. Ich bin da leider schon wieder raus, weil ich kenne die Anime-Serien-Ding nicht. The Seven Deadly Sins. Dazu kommt jetzt ein Spiel raus, Knights of Britannia, am 9.2. Und ich weiß noch nicht mal, was das sein soll. Ob das ein JRPG sein soll, ob das ein Combat-Klopp-Spiel sein soll. Ja, keine Ahnung. Also es sah nicht uninteressant aus, aber ich glaube, da muss ich erstmal mehr sehen, sprich ein Stream oder irgendwas, was das ganze Spiel sein soll, weil ich habe keine Ahnung, in welche Richtung dieses Spiel geht. Plus ich habe null Vorwissen von der Serie. Hat bei Attack on Titans funktioniert, ich kannte den Anime auch nicht, das Spiel konnte man spielen, war ganz lustig. Ob das da ähnlich ist, I don't know. Also wie gesagt, für alle, die sich drauf freuen oder die Serie kennen oder den Anime kennen, eventuell was am 9.2. kommt es. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich muss da erstmal mehr sehen, weil die Trailer reichen mir leider nicht. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass seitdem Markus und Slappy auf dem JRPG-Trip sind, haben wir jeden Monat JRPGs und nur Konsolentitel? Nein, nein. Du, dir ist nur nicht aufgefallen, dass so viele JRPGs halt monatlich erscheinen. Ja, wahrscheinlich, aber irgendwie haben wir jetzt in letzter Zeit sehr viele davon hier auf einmal. Ja, mindestens jeden Monat oder gibt es mindestens einmal einen JRPG scheinbar? Ja, mindestens. Ist auffällig, Slash? Nee, versuchst du uns da irgendwie... Nee, aber ich meine, wir können ja den Plankenschnack machen mit schönen guten Tag. Hier, Taco, auch diesen Monat. War schön, schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein, wenn es heißt, wir schießen im Koop irgendwelche Leute ab. Tarkov, bitte, MSV vergessen. Aber das ist doch eine gute Idee. Der war gut. Ja, nächsten Monat heißt es ja, hey, willkommen zurück zu Monster Hunter. Ey, ich habe diesen Monat was anderes gespielt, was ist los? Ja, UFC, war ja extra für dich dabei. Ich habe auch Subnautica beendet, Freunde der Sonne. Also und? Tut jetzt mal nicht so, als wenn ihr hier immer so die ganz geilen Spiele alle spielt und ich mach nix, ja? Weil das muss ich auch noch spielen. Wie ist es denn jetzt, wo es Final Release ist? Lohnt sich? Weil ich hab's vor anderthalb Jahren mal im Early Access gespielt. Da gab's halt noch keine Story und kein Nüscht. Also Subnautica ist eine wirkliche Perle. Ja? Ja. Cool. Also ich würde das sogar nochmal spielen, so gut fand ich das. Also ich fand's wirklich sehr, sehr gut. Das ist eins, muss ich sagen, wenn nicht sogar, wann ist das rausgekommen? Dieses Jahr? Könnte für mich nur Spiel des Jahres 2018 sein, so gut war das. Okay. Hast du es normal gespielt oder mit dem VR-Moped? Nee, noch nicht. Aber VR-Moped habe ich schon angeschlossen, mache ich im nächsten, mache ich das cool. Mit VR. Also das war wirklich eine richtige Perle, muss ich sagen. Ja. Ich habe übrigens meine VR-Brille verloren. Ich weiß nicht, wo die ist. Was? Ich kann VR spielen, weil ich die Brille nicht habe. Wie geht das denn? Ich meine mit einer normalen Nein, Brille. Nein, die Brille. Also, ach so, also die Harry Potter Brille. Ja, genau, die Harry Potter Brille. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Die ist beim Umzug irgendwo weg. Vielleicht weiß ich schon, meine Freunde. Aber ja, Subnautica war, oh Gott. Also da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, spielt. Ich sag das nicht sehr häufig, aber spielt dieses Spiel. Für 20 Mark ist das... Also tatsächlich eine der Erfolgsgeschichten von Early Access. Ja. Wenn man das jetzt mal so sagen darf, nach zig Jahren. Ja, auf jeden Fall. Also das war sehr, sehr gut. Ja gut, steht noch auf meiner Liste. Wie gesagt, mir hat es eben schon im Early Access gefallen. Genau wie damals, ich weiß nicht, ob du das kennst, Empyrean Galactic Survival. Das war so ein ähnliches Spiel, aber im Weltraum mit Raumschiffen bauen, die du das selbst komplett bauen konntest. Die beiden haben mir im Early Access schon sehr gut gefallen und ich habe gesagt, ich würde beide halt spielen, wenn sie halt irgendwann mal Final Release sind. Subnautica ist jetzt ja da. Sobald irgendwann mal ein bisschen Platz ist, würde ich mir dann eben auch nochmal gerne angucken und ein Playthrough halt machen. Ein Playthrough? Ja. Schön deutsch ausgesprochen, weil die Age ist doof. Könnt ihr das? Das ist echt gut. Wirklich sehr, sehr gut. Das nächste Spiel. Auch wieder Indie, mehr oder minder. Und ein Early Access. Ob es dann was wird, muss man abwarten. Ob man direkt rein investiert am 9.2., wenn es kommt, oder abwartet, wenn es vielleicht mal final released wird. Rise of Industry nennt sich das Ganze. Ist halt quasi ein Early Access Aufbaustrategiespiel mit einem ziemlich coolen Grafikstil, also den ich persönlich halt sehr, sehr mag. Und ja, es geht halt eben darum, halt sich eine Industrie halt aufzubauen.
was man eben aus den klassischen Aufbaustrategiespielen halt eben kennt. Und ja, da seht ihr das auch. Ja, mich erinnert der der Grafikstil an was. Ich komme nur nicht drauf an was. So ein bisschen irgendwie an das, was Clay zum Teil halt macht, aber nicht wirklich. Also Clay Entertainment. Was hattest du jetzt gesagt, Sally? Nee, ich musste gerade an Constructor denken. Ja gut, der Grafikstil ist ja jetzt nichts Neues. Nee, aber den mag ich halt. Halt sehr, sehr clean. Ist halt jetzt nicht das so... Achso, The Wild Eight. Daran hat es mich zum Beispiel erinnert. Auf das Spiel habe ich richtig Bock. Das ist genau mein Ding. Und sowas liebe ich zum Zusehen. Also da muss ich ja ehrlich, da muss ich ganz ehrlich sein. Also Dizzy, was? Deine City Skylines Streams, ne? Soll ich nochmal machen für dich extra? Möchtest du noch City Skylines haben? Aber ich glaube, mittlerweile würde ich... Neue. Also ich nehme auch sowas, das ist eine Art von Spiel, wo ich wirklich immer wieder zu dir zurückkomme und mir das gerne anschaue. Ich liebe das. Ich habe auch Kartografie studiert, 7 Jahre. Ach, da merkt deshalb man das. Sieht das so gut aus. Ja. Nee, das mag ich richtig gern zum Zusehen. Und ich würde es immer gerne selber spielen wollen und dann, es funktioniert nicht. Ich bin nicht gut in solchen Sachen. Aber zugucken ist mega. Ich glaube, das werde ich mir mal reinziehen, ja. Aber es ist halt Early Access. Ja gut, das weiß man halt nicht. Das kann man halt vorher halt eben nicht sagen, in welchem Status es rauskommt. Oder nur auf die Wishes packen und verfolgen, wie es dann halt vielleicht in 2-3 Jahren ist. Ja, ich würde mir manchmal öfter wünschen, dass da sowas rauskommt. In die Richtung. Weil ich bin... Das ist, glaube ich, mein absolutes Lieblingsgenre. Entschuldigung. Das ist mein absolutes Lieblingsgenre. Also da kommt nichts ran an das Genre für mich. Also mittlerweile, glaube ich, wäre ich sogar schon so weit, dass ich würde vergessen, dass ich streame bei City Skylines oder bei Planet Coaster und all diese Sachen, weil ich da so detailverliebt bin in solche Sachen. Oh ja. Ich bin gespannt, was du zum nächsten sagst. Ist von unserem Lieblingsentwickler am 13.02. Devolver Digital. Crossing Souls heißt das nächste. Erinnert so eine Art oder so eine Mischung an aus Party Hard Hotline Miami mit ein bisschen Adventure Touch. Ja. So würde ich das Ganze beschreiben. Sah ganz cool aus. Wie gesagt, was es letztendlich kann, klar, immer erst abwarten oder irgendwo reinschauen. Aber zumindest habe ich es mir eben auf die Wishlist halt gepackt, weil ich prinzipiell die Art von Devolver halt sehr, sehr cool finde. Was sie halt, gut, ist jetzt nicht von denen entwickelt, aber was sie halt eben publishen, könnte halt lustig werden. Das hatte ich auch schon. Mach du bitte. Party Hard war zum Beispiel was, das konnte ich überhaupt nicht spielen. Ich weiß nicht, ich kam kein Level weit. Stefan setzt sich dahin. Ein Level, nächstes Level, nächstes Level. Was ich geliebt habe, alleine musiktechnisch, war halt Hotline Miami. Witzige ist, dass ich vorhin gerade einen Stream geschaut habe, wo Hotline Miami gestreamt worden ist. Ich finde das großartig. Und das macht mega Spaß. Frustriert und macht genauso viel Spaß. Ja, da bin ich manchmal... Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da wünschte ich manchmal, da würde Casual kommen. So dieser Casual-Schwierigkeitsgrad. Weil genau da ist das so... Also ich habe für mich jetzt die letzten Wochen rausgefunden, warum alles so vercasualisiert wird. Obwohl ich das eigentlich gar nicht cool finde. Aber ich kann es an der Stelle gar nicht verstehen, weil ich würde super gerne Hotline Miami durchspielen. Aber es wird einfach nix so. Es ist so... Nein... Scheiße. Und dann gucke ich Holly. Die rennt da durch. Ja, okay, dann fick dich doch, Holly. Verpiss dich, Mann. Oh. Ja, ich kann es auch nicht. Keine Ahnung. Also, ich würde es auch gerne spielen können. Ich versuche es dann oft auf der Konsole. Und Twin-Stick-Shooter, nenne ich es jetzt einfach mal, auf der Konsole spielen, kriege ich gar nicht hin. Also, das wäre, wenn ein Spiel, was ich wirklich am PC spielen müsste mit Maus und Keyboard.
Nee, keine Ahnung. Also da kann ich auch nur zugucken, ja, wie du schon sagst, bei Holly guckst du dann zu oder so und denkst dir so, oh mein Gott, ey, Hand-Augen-Koordination aus der Hölle im positiven Sinne, während du halt denkst, du gehst durch die erste Tür und bist instant tot. Ich weiß es nicht. Ich spiele das auf der Vita. Also, ich find, echt? Ja. Handheld Gaming ist echt was Schönes. Scheiß Switch. Ergonomischer Unfall. Blech. Aber es macht trotzdem Spaß. Scheiße. Das sind so Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind wirklich klasse für To-Go. Solche Sachen. Ja. Also da, wenn du so in eine Bahn sitzt oder so und schmetterst ein paar Runden, finde ich das echt schön. Zum Stream muss man, glaube ich, so ein ganz besonderer sein. Da muss man richtig Skills haben, glaube ich. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in das Genre traue ich mich auch nicht mehr rein, das zu streamen. Mache ich einfach nicht mehr. Da sage ich dann immer so, naja, nee. 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 Genau. Also das hatte ich ja schon bei hast du Cuphead gespielt? Nee. Ja, genau. Das habe ich dann nämlich auch gesagt nach 2 Streams. Nee. Ich glaube, ist schon spät. Wir müssen jetzt, kommt was anderes raus. Nein, halt sehr geniales Spiel, aber ich kann es halt nicht spielen. Und du merkst halt wirklich, wie die Trigger-Hemmschwelle von dem, was du so im Chat liest, mit Satz zu Satz niedriger wird und den Nächsten, der dann irgendwas sagt, du am liebsten, nee, wir gehen. Mhm. Und nee, das ist dann halt nicht gut und deswegen, solche Spiele kann ich halt nicht spielen. Hm. Ja, das ist mir, also, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber bei Spielen, wo man sich nicht so auskennt, ne? Ich weiß ja nicht, wie das für euch so ein Spielerlebnis ist. Oder ein Stream-Erlebnis. Aber ich bin dafür, dass jeder Streamer sich einen Triggerknopf anschafft und da draufhaut und dann die rote Alarmleuchte angeht, dass die Leute wissen, dass sie endlich mal die Fresse halten sollen. Weil es ist immer, also es ist gerade, vielleicht habe ich da auch einfach ein dünnes Fell, das kann auch sein, weil ich neige ja auch sehr dazu, cholerisch zu sein, wird mir immer gesagt. Aber das ist so, wenn du was nicht hinkriegst, ne, und du brauchst länger als einen Versuch, diese ganze Besserschisserei immer. Geht euch das auch so? Genau deswegen spiele ich in so Genren, wo ich mich nicht wohlfühle, spiele ich das gar nicht mehr, weil ich glaube, sonst nur Highkicks im Stream verteilen würde. Nur Highkicks. Ja. Und danach noch einen auf dem Leber. Das kann ich sogar noch ein bisschen differenzieren. Oh. Viele Leute denken ja, wenn man Soul spielt, dass man da halt salty wird oder Rage oder was, wenn man an den Bossen stirbt oder so. Das stört mich zum Beispiel nicht, weil ich eigentlich weiß, dass ich halt ganz gut kann. Und wenn ich dann halt mal faile, liegt es eher an irgendwie meiner Dummheit von mir und nicht, weil ich das Spiel an sich nicht kann oder verstehe oder zu dumm dafür bin. Da können die Leute halt machen, was sie wollen. Das stört mich nicht. Bei Souls rage ich einfach nicht oder Souls-like. Bei Cuphead oder so weiß ich einfach, dass es auf die Reaktion ankommt, Hand-Augen-Koordination und so weiter, die richtige Abfolge drücken von Knöpfen in Sprungpassagen und das kann ich nicht. Und wenn mich da jemand triggert, da ärgere ich mich eh schon, dass ich es nicht kann. Das ist ganz was anderes. Also das ist wirklich so out of the comfort zone und da bräuchte ich echt so einen Knopf nach dem Motto, Fresse halten, sonst wann. Ich möchte nur ganz kurz einen High-Kick machen, weil ich gerade herausgefordert wurde vom Chat, okay? Ich kann High-Kicks. Kleinen Moment. Oh Gott, ruf einen Krankenwagen. Alter! Für die Katze hat's gereicht, okay? Was ist los, ha? Huh? Weil ich fett aussehe, heißt das nicht, dass ich meinen Fuß nicht hochkriege, ihr Banausen, ihr. Aber musst du nicht damit rechnen, wenn du öffentlich spielst? Nee, muss ich nicht, Malle. Man kann sich auch ein bisschen benehmen, ne? Ja. Man kann sich auch ein bisschen benehmen, Malle. Das weißt du doch, Malle. Du weißt das doch vom Computer bauen, wie Leute sind. Da, komm, Malle. Hey. Nun. Aber ich glaube, bei dem nächsten wird jetzt das Gekreische groß sein, oder? Da wird alles so, yeah! Ja, ich muss sagen, ich weiß es gar nicht. 13.02. von vielen auf der Wishlist, lang erwartet. Kingdom Come Deliverance. Und ich sitze da so und denke mir so, ich weiß immer noch nicht, was das Spiel werden soll. Ist das jetzt ein RPG? Ist das jetzt ein For Honor
Indie-Ding? Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Also, was ist eure Meinung? Also, ich bin sehr skeptisch und möchte erstmal ein, zwei Streams von irgendjemandem sehen, bevor ich sage, jo, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Kann sein, dass ich es halt spiele, wenn es cool wird. Kann aber auch sein, dass ich es gepflegt ignorieren werde, wenn, weiß ich nicht, weil das Combat-System sieht halt so derbe clunky aus. So halt For Honor Light, würde ich halt jetzt mal sagen. So nach dem Motto halt, oh ja, jetzt Schild und jetzt Schwung, Blocken. Okay, ich weiß es nicht. Also das Erste, was ich von dem Spiel gesehen habe, weißt du, so, es lief irgendwo, war ein Trailer von einem Jahr und ich denke mir, yay, Mittelalter, geil, Trolle, Elfen, Drachen und dann so, la la la, la ganz nah an der Realität. Ist das ein Singleplayer oder ist das ein Multiplayer oder was ist das? Was? Das weiß ich nicht. Also es ist ein Singleplayer-RPG halt mit Fokus auf realistischem Kampf. Genau, das ist es dann nämlich. Ich habe erst gedacht so, hey, Mittelalter, geil. Und dann so, nee, es ist eben sehr auf realistisch, ne, simulationsartig. Und ich so, oh, okay. Und dann habe ich so ein bisschen das Kampfsystem gesehen und dann ist so, oh. Also ich habe jetzt mal, ich skippe mal gerade so ein bisschen durch und mal gucken. Also ich habe mir mal Chat lese, For Honor ist beleidigend. Naja, eigentlich das Kampfsystem von For Honor war ja schon ganz cool, halt so ein Active Battle System. Das, was sie letztendlich um das Spiel drumherum gebaut haben, war halt nicht ganz so geil und das Balancing. Wie gesagt, die Frage ist, wie sie es halt hier in Kingdom Come gemacht haben. Das heißt, das ist halt ein Spiel, was man, glaube ich, selber mal anfassen muss, um zu sagen, es fühlt sich halt gut an oder es fühlt sich halt kacke an. Weil aus den Screenshots bzw. den Videos werde ich nicht schlau. Wie gesagt, da muss ich halt erstmal wirklich mehr zu sehen. Also wie gesagt, ich kenne einige, die freuen sich halt drauf, die werden es halt spielen. Und ich sage erstmal, ja gut, ich warte erstmal ab, weil wirklich so triggern tut es mich halt nicht. Also wenn ich schon das Menü sehe, denke ich mir so, wow, Mighty Magic hat angerufen, die wollen ihr Spiel zurückhaben. Also Magic für mich, war super. Ja, natürlich. Vielleicht damals ist das auch daran angelegt irgendwie, dass das dieses von früher triggern soll. Aber wenn ich schon sehe, es kostet 50 Euro und ich sehe den Trailer, es tut mir wirklich leid da draußen an alle Fans oder so. Ich meine das jetzt wirklich böse. Es wird, glaube ich, so ein Alex-Ding. Wo du dann anmachst und sagst so, wow, krasser Hype. Okay, aus. Das, glaube ich, passiert mit Kingdom Come Deliverance. Ja, wobei, es wird halt anders vermarktet, ne? Alex hat ja nie gesagt, hey, wir wollen ein realistisches, cooles Kampfsystem und das ist ziemlich geiler Scheiß. Nee, und darauf gar nicht, so generell auf den Hype bezogen. Ja gut, das mag sein. Nur wenn ihr so ein Spiel wie Kingdom Come halt damit wirbt, dass es realistischen Kampf haben soll, dann muss sich der auch gut anfühlen und nicht einfach nur, ja, das ist realistisch, dass es sich in einer Plattenrüstung kacke anfühlt und du den Schwertarm nicht hochbekommst, weil du einfach nicht genug Kraft hast, das Schwert hochzuheben. Uff, das ist dann maximal belastend. Nun, mal gucken. Also nächste Woche bin ich noch in meinem Monster Hunter-Wahn, das weiß ich darum. Mal gucken. Ich werde es mir bestimmt anschauen, Kingdom Come Deliverance, weil super viele Leute gesagt haben, dass es super toll ist. Und ich gucke mir das ja immer an, wenn ganz viele Leute immer sagen, ja, das ist super toll, dann gucke ich mir das an. Also ich werde mir das mal eins mal gucken. Ja, das vielleicht ist das halt auch genau, der totale Burner. Um nochmal klipp und klar zu sagen, das ist halt für mich der Unterschied. Wie hat Alex, konnte es das Kampfsystem mehr oder minder ignorieren. Also es war halt nicht das Highlight. Du hast es halt eben mitgemacht für das Drumherum. Aber wenn hier der Fokus halt das Kampfsystem ist, so wie es beworben wird, dann muss es für mich aber auch passen. Ich meine, es ist genauso, wenn du sagst, du machst halt UFC, aber in UFC ist das Kloppenscheiße. Ja gut, da bleibt mir halt nicht mehr viel übrig. Oh, schon. Nee, never mind. Ich habe mich gerade verlesen. Ich habe gerade gedacht, da hat jemand was gesagt. So denkst du ja. Aber es kommt noch, ich glaube, Slabby hat das mit eingetragen, das Spiel Old Boy. Sehr, sehr geil. Ja, es ist halt ja auch ein Jump'n'Run, ne? Metroidvania. Tatsächlich so in die Richtung von Iconoclast, was wir ja letzten Monat hatten, werde ich mir auch nochmal für die PS4 holen. Ich habe es halt damals gespielt, als es für den PC rausgekommen ist. Ist von einem Entwickler, der über 10 Jahre an dem Spiel halt gesessen hat. Ist ein High-Bit-Spiel
Und wir hat kompletter Trophy-Support dann für die PS4, genau deswegen möchte ich es da halt eben nochmal spielen. Ist halt super nice gemacht und wir hat Iconoclast und Allboy sind halt eben diese Ein-Mann-Entwickler-Geschichten. Und hab's gerne gespielt. Ich hab's nicht komplett durchgespielt. Wir haben es irgendwie 2-3 Streams gerade gespielt. Eventuell spiele ich es dann eben auch nochmal im Stream, wenn ich privat halt einfach durch nebenbei. Hat halt sehr Spaß gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Und jetzt eben dann mit Trophy Support. Ja, mal schauen. Das würde ich mir vielleicht auch anschauen. Ich habe das damals auf dem PC, haben das alle gespielt gehabt. Ja, ich hab's ja dann auch gespielt, genau. Und es war halt richtig schön. Mhm. Und so spiele ich heimlich offline. Da wird bestimmt, ich weiß nicht, ob es mit dabei war, weil jetzt eine Konsolenversion da stand. Ich weiß nicht, ob es auch für die Switch kommt. Das weiß Sollen ich nicht. Sollen das jetzt heißen? Ja, könnte man auf der Switch dann auch spielen. Zwar ohne Trophies. Willst du mir gerade spielen? Würde es endlich mal Trophies auf der Switch geben, würde ich da auch mehr spielen. Wow, das Spiel jetzt mal. Nee, ich fange jetzt nicht wieder davon an. Sonst heißt es nachher wieder, wow, der sieht ja voll der Nintendo-Fanboy geworden. Also, Secret of Mana Remake. Lest schon wieder Remake und Secret of Mana. Ja. Das haben Secret of Mana, I don't komm, know. Komm für die Switch, sagt Slabby. Okay, danke Slabby. Also ja, komm für die Switch. Also für die Switch-Leute, auch Oldboy für die Switch. Kann mich mal jemand aufklären, Secret of Mana hat ja auch so einen extremen Hype und irgendwie jeder gefühlt Zweite hat Secret of Mana gespielt. Kann mich da auch jemand mal so einweihen, was das ist? Ist das Zelda? Entschuldigung, ich bin unwissend, nur wenn ich mir das Also angucke. Ich schließe mich an, ich habe es nicht gespielt, weil es ein JRPG auf irgendeiner, sorry für die Unwissenheit, Nintendo-Plattform war, NES, SNES, ziemlich alt und soll halt von Story und Umfang halt damals gigantisch gewesen sein, Maßstäbe gesetzt haben und das Remake ist jetzt nicht unumstritten, weil viele sagen halt, die den Klassiker gespielt haben, oh Gott, was ist denn das jetzt hier für ein Weep-Shit? Spiel das Original, das Neue sieht Katastrophe aus. Gut, ich habe nicht die passende Nintendo-Plattform, ergo bleibt mir nichts anderes übrig, als das Remake halt zu spielen, was mich halt schon interessiert, weil ich halt die JRPGs, wenn sie gut sind, halt ganz gerne spiele. Und ich finde jetzt nicht, dass das Neue jetzt kacke aussieht. Klar, es ist halt eben so ein bisschen auf knuffig und cute gemacht. Aber was soll ich machen, wenn ich halt die Originale nicht habe? Also die alten Originale, dann bleibt mir nichts übrig. Ich habe mir davon bis jetzt immer nur Streams angeschaut. Genau, auf dem SNES kam das. Okay. Und ich würde es mir anschauen. Also, da ich eben das Original nicht kenne, freue mich drauf. Ich mag sowas. SNES Mini. Ja, da sage ich dazu, ich wollte ja den NES und SNES Mini haben. Kurz nachdem er angekündigt wurde, wollte ich bestellen und das Ding war überall ausverkauft. Dann hätte ich Fantasiepreise bei eBay zahlen müssen, weil wo ich gesagt habe, das mache ich nicht. Hatte zufällig bei Otto.de noch irgendwas bestellen können, hab dann aber von Otto.de jede Woche Post bekommen, ist nicht lieferbar, jede Woche, 3 Monate lang, wo ich gedacht habe, ey, ihr habt doch eine Meise, mir 3 Post zu schicken, dass das nicht lieferbar ist. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, scheiß drauf, wenn sie halt eben so Limited Supply halt machen und eher den Schwarzmarkt ankurbeln, mittlerweile kriegst du die Dinger wieder so einigermaßen für den normalen Preis, ja, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, dann gucke ich mir halt eher das Remake an und ja, steht auf meiner Liste, würde ich mir ja gerne im Stream angucken, vielleicht wird es halt komplett dann im Stream durchgespielt und bin gespannt, ob tatsächlich der Hype halt gerechtfertigt ist oder ob es halt eben die Nostalgiebrille halt eben von damals halt ist und heute noch mit nach heutigen Bewertungsstandards noch mithalten kann. Amazon kann man das kaufen. Ja, 104 Euro sehe ich gerade, ja klar. Mhm. Nee, aber jetzt möchte ich nicht mehr. Wie gesagt, jetzt, nö. Gab's nicht auf Dreamhack, gab's du da auch bei Mediamarkt? Für 88 Euro. Ja, bei Mediamarkt gab's ja alles super günstig. Ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, was die da alles für günstig verkauft haben. Ich habe ja gedacht, die haben einen Apothekenpreis, aber die haben ja fast alles verschenkt. Also von Spielen über Stream Decks, über Grafikkarten. Uff, ey. Hätte man vorher wissen müssen. Ja. 44 Euro, Monster Hunter World. Auf der Remake. Mhm. 1080 Ti, 6,99. Das war alles fast geschenkt. Aber kein Switch-Controller, verdammt. Hab's da nicht. Oh, da fällt mir ein, da hätte ich mir auch ein PS4 Pro kaufen können.
bestimmt für 300 Euro. Was gibt's für Lau? Mist. Das Original ist... Ja, ich habe aber kein SNES Mini und werde ich mir auch nicht kaufen, weil, wie gesagt, möchte ich nicht unbedingt unterstützen, wenn sie halt so Limited Supply in der heutigen Zeit halt rausbringen. Ja, Collectors Edition, Sammler Edition, aber nach dem Ansturm auf den NES hätten sie sich halt auch beim SNES überlegen können, den halt ein bisschen mehr zu produzieren, und sie werden denselben Fehler wieder beim GameCube Mini oder N64 Mini machen. Nee, das mache ich da nicht mit. Dann warte ich halt auf ein Remake oder spiel's halt nicht. Ich mach zweiteres. Ich hab da diese... Das nuschelst du vor dich hin. Ich hab gesagt, nee, ich mach das nicht. Ich hab einmal diese Nostalgiebrille ausgepackt und hab mir alle Hitman-Teile reingezogen. Dann habe ich für mich entschlossen, so, nee, könnt ihr vergessen, eure scheiß Nostalgiebrille könnt ihr behalten, ich spiele nicht. Ne? Ja, es ist halt super schwierig, das hatte ich mit Splinter Cell. Du spielst halt gerade Splinter Cell Blacklist, den letzten Teil, und denkst, hey, voll cool, sieht geil aus, ist super spielbar. Und jetzt, ich hatte HD-Collection war im Angebot. Nochmal PlayStation 3 HD-Collection von Splinter Cell. Und du startest den ersten Teil und denkst dir, was weiß ich, ey, wann wird 3D erfunden und warum sieht das hier so kacke aus und die Steuerung und nach jedem Tod von vorne anfangen. Und nach 20 Minuten machst du das aus und denkst dir so mal, oh mein Gott. Ja, war halt früher so. So geht's mir mit den uralten Tomb Raider-Teilen. Ah, mit hier Pyramidenbrüsten. Naja, verstehe. Da konnte man aber schwierig. Auch speichern schon. Ja, aber nicht. Steuerung ist aus der Hölle. Auch für mich ganz schlimm ist bei Resident Evil, wenn du da langläufst und in der nächsten Szene kommt er von einer ganz anderen Richtung und dann läuft er wieder zurück und dann kriege ich die Mäuse, dass ich Hut ab für die Leute, die das spielen können. Ich raste da aus. Ne? Du läufst und der Charakter kommt von links nach rechts, dann wechselt die Kamera und auf einmal kommt der Charakter von oben nach unten, aber du drückst ja immer noch von links nach rechts und dann läuft er gegen die Wand. Und schlimm ist dann, wenn der Wechsel so ist, dass er dann wieder rückwärts läuft, könnte ich ausrasten. Das ist nicht gut, meine damit Welt. Damit bin ich groß geworden. Ich bin vor 20 Jahren mit 17 in einen Laden und habe gesagt, ich hätte gerne eine PlayStation 1 mit Resident Evil. Und der lustige Verkäufer fragte halt nur, sind Sie denn 18? Damals war das noch okay. Dann nahm ich halt meine PlayStation 1 mit Resident Evil und hab dann Resident Evil 1 halt gespielt. Damals war das auch noch okay. Aber wenn ich das heute spiele, ist das wirklich sowas, wo ich mir denke... Ja gut, aber ich kann es tatsächlich auch heute noch spielen, weil ich es noch von damals quasi so in Erinnerung habe. Das heißt, damit bin ich halt damals groß geworden. Siehst du, und dann ärgerst du dich nicht über Monster Hunter? Nee. Das stört dich dann nicht? Nee. Nee? Okay. Für mich ist zum Beispiel Sprinten und Waffe wegstecken genau das, was du gerade in Dings beschrieben hast. Okay. Das ist für mich genau dasselbe zum Beispiel. Boah, das hat mich, also das habe ich dreimal gemacht. Muss den Controller kurz hinlegen? Dann sprinte ich halt nicht mit der Scheißwaffe. Dann leck mich doch im Arsch, Mann. Ich renne halt mit meinem großen Bolzen hinter dem her und treffe ihn halt nicht, weil er Tonbewegung macht. Naja, gut, so hat jeder seins, glaube ich. Ist halt ein gewisses Maß realistisch, dass du halt mit einer Waffe, die fünfmal größer als dein Char ist, nicht sprinten kannst, sondern die erst einmal irgendwie wegpackst, um dann halt natürlich dann sprinten zu können. Natürlich, klar. Aber das kennt man ja so nicht. Man ist ja seine Sachen gewohnt. Ne? Ja, richtig. Das ist wie das bei stimmt. Resident Evil, wenn du so reingehst, dann kommst du so auch wieder raus und nicht so. Das habe ich auch, ich habe den Remake habe ich gespielt, Resident Evil, damals mit meinem Kumpel Andreas noch. Ich habe den Stream ausgemacht, ne? Und zu der Zeit habe ich immer noch verschwiegen, was ich davon halte. Und ich habe zu Andreas gesagt, Alter, diese Scheiße mache ich nie wieder in meinem Stream. Willst du mich verarschen? Wer hat diesen Dreck denn früher gespielt, Junge? Da kriegst du ja die Krise. Und er saß nur neben mir. Das habe ich mir auch gedacht. Ich weiß gar nicht, wie wir so lange durchgehalten haben. Instant deinstallieren. Und die Leute immer, wann spielen wir Resident Evil weiter? Ja, das machen wir denn, wenn Andreas da ist, ne? Psst, Andreas, psst. Der aber kommt Andreas wieder hier in meine Bude. Andreas war nie wieder da. Oh Mann, schade. Wir konnten leider nie Resident Evil 1 durchspielen. Oh Mann. Entschuldigung. Nee. Wir haben noch ein weiteres Indie-Spiel auf dem Tisch. FE. FE, ja. Ja.
Oder Vieh, oder wie man es ausspricht. Vieh, keine Ahnung. Von Herrn EA aus der Indie-Schmiede. Erinnert so ein bisschen vom Artstyle an Ori, würde ich fast sagen. Ori and the Blind Forest kommt halt eben aber auch auf die Konsolen bzw. PC und sieht halt sehr, sehr schön aus. Und ob man spielen kann, also in dem Fall, ob ich spielen kann, hängt davon ab, ob es viel Plattforming haben wird oder ob es eher tatsächlich Casual Side-Scroller ist. Dann würde ich es mir halt allein für den Artstyle halt ganz gerne angucken, weil das sieht halt wirklich schön aus. Ja, aber nee. Ja, aber nee. Nee. Oh, sieht das hübsch aus. Ich habe auch Ori nicht spielen können. Ja, das war halt für mich eine Plattformer, nicht Ori. Also ich habe gerade mal reingeguckt, sieht so ein bisschen mehr so Rayman ähnlich, würde ich sagen. Ah, okay. Nur in die Richtung. So Rayman ähnlich, ja. Ja, muss ich auch mal reingucken, ob ich es halt eben spielen kann oder werde. Aber zumindest so finde ich es halt ziemlich interessant vom Stil und ist wohl auch etliche Male verschoben worden und kommt dann jetzt endlich final raus. Das sollte schon seit, weiß ich, gefühlt seit zig Jahren draußen sein. Hm. Aber so vom Aussehen her großartig. Ich bin dieses Jahr echt verliebt in Indie-Games, Mann. Wirklich. Scheiße. Ich freue mich auf das Jahr Indie-Games, Mensch. Ehrlich. Bayonetta 1 und 2 auf der Switch. Oh ja, da freue ich mich drauf. 16. Februar. Werde ich spielen, werde ich streamen und hoffentlich lieb haben. Konnte ich nicht, weil Bayonetta 2 gab es nur auf der Wii U. Hatte ich nicht. Ergo wollte ich den ersten nicht spielen. Den gab es irgendwie zwar auf der PS3, aber da auch nur super rumpelig. Du hast Bayonetta nie gespielt? Nein. Genau, kenne ich noch nicht. Wow. Ich auch nicht. Halt von Platinum Games jetzt, wo sie auch Teil 3 ja noch angekündigt haben, der dann irgendwann ja noch dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr danach kommt. Werde ich halt beide Teile dann auf der Switch halt spielen und muss ich noch irgendwo vorbestellen. Was, da kostet es nur 49? Achso, die Download-Version. Beinhaltet die auch den ersten Teil? Cool. Weil ich glaube, Amazon will 59 im Moment haben. Vielleicht lade ich mir dann beide Mopeds mal runter. Also wie gesagt, wer den zweiten kauft, kriegt einen Download-Code für den ersten mit dabei. Halt beide Teile und wie gesagt, Teil 3 ist ja angekündigt in der Entwicklung. Wie gesagt, ich weiß so ungefähr, was es ist. Halt ein sehr stylischer, ja, Klopper, nenne ich es jetzt mal so. Völlig over the top halt mit Frauen, die aus ihren Schuhen schießen und mit ihren Haaren Gegner kaputt hauen. Ich habe Bayonetta 1 auf Platin gespielt. Das ist mega. Also so vom Combat-System her, es macht halt mega Spaß und es sieht so mega aus und es ist so schnell. Oh, Bayonetta ist super. Den zweiten Teil habe ich leider nie gespielt, weil auf Wii und Switch habe ich nie. Ja, und auf der PlayStation, der erste Teil, hatte halt derbe mit Framerate zu kämpfen. Da hat es halt teilweise Drops unter 20 und dann fängt es halt eben an zu stuttern. Ja, ich hoffe, dass es halt eben für die Switch-Version halt gut hinbekommen, dass es halt relativ flüssig halt läuft. Weil, wie du schon sagst, es ist halt schnell, es sind Kombos, es muss halt eben flüssig aussehen, weil sonst ist halt Spielspaß RIP. Ist das so wie, das ist wie Devil May Cry? Ja, so ein bisschen in die Richtung, genau. So ein bisschen in die Richtung vom Combat-System und es ist kein Abklatsch, weil es ist, wenn ich schon Abklatsch lese. Ich glaube, es ist echt gut und es ist total abgedreht. Also storymäßig. Es macht einfach, das Kampfsystem hat mir mega Spaß gemacht und ich finde auch, dass der Schwierigkeitsgrad gar nicht zu unterschätzen ist, besonders fürs erste Mal durchspielen. Also stellen viele von normal auf leicht, weil es dann doch schon knackig und anzieht. Große Bosskämpfe hast du dazwischen und ja, also große Auswahl an Waffen, dadurch verschiedene Kombosysteme. An den Füßen kannst du andere Waffen tragen als an den Händen. Unten Schusswaffen, Schrotflinten, oben Katana, Krallen, unten Krallen. Also du hast da. Ich glaube, die aktualisierte Streamingliste, 16. Februar, Bayonetta-Stream einbuchen. Aber es ist halt total abgedreht, Dizzy, wirklich. Das ist. Storytechnisch. Also, ich glaube, das letzte DMC war auch von Platinum, was Lorek fragt. Davor war es, glaube ich, wer anders. Aber ich glaube, das letzte war von Platinum, oder? Waren alle von Platinum? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich habe jetzt nur gerade noch das. Ach, wie hieß denn das andere? Vanquished? Kam genau, auch noch von denen Vanquished, raus. Ja. Da hoffe ich auch noch, dass es irgendwann nochmal rauskommt, weil das war auch ein cooles Spiel. Das hatte ich auch auf PS3 damals auch gespielt. Das war auch von Platinum. Wobei ich mir auch gewünscht hätte, dass sie es auf die PS4 halt rausbringen. Für Trophies halt. Naja, gut, spielst du auf der Switch ohne Trophies. Auch egal. Aber Trophies wären besser. Das Netze war von Ninja Theory. Stimmt, das war's. Danke, Loek. Stimmt, das war von denen. Ich glaube, wir müssen mal Bayonetta spielen. Sowas finde ich ja richtig cool. Ich mag ja Beat'em Up. Nee. Keine Ahnung, wie das Genre heißt. Gott. God of War habe ich geliebt. Naja, God of War ist Hack and Slay. Ja, ich aber Bayonetta, nicht, das geht ja. Bayonetta ist von der Geschwindigkeit her halt. Du hast ja, theoretisch wäre ja Devil May Cry auch Hack and Slay. Ja, stimmt schon. Wobei ne? es deutlich mehr Combat-orientiert ist und du die Kombos auch letztendlich machen musst, um die Gegner zu besiegen. Stimmt. Sag ich mal, bei God of War nutze deine 2-3 Standard-Kombos und du kannst immer gewinnen. Hat er recht. 1980 gab es ein Amiga, da gab es eine Kategorie, das war Pong. So müssen wir jetzt immer für jeden Scheiß irgendwas erfinden. Hack and Slay, Bums, aus Ende. Das ist wie mit Musik. Driven, Hate, Hardcore, Schmubbeli-Boo, Elektro-Swing, Schwing-Ding. Und dann sitzt du davor, was halt? Ist doch nur Rock jetzt, entspann dich mal, komm runter. Hack and Slay, darf ich Hack and Slay auch, sagen? Ja, dann? Ich würde auch Hack and Slay sagen. Dankeschön, Hack and Slay. Ich mag Hack and Slays auch gerne, besonders wenn sie von der Geschwindigkeit her angezogen werden. Das muss richtig ballern im Gesicht. Das ballert ja. Ballert das wirklich so doll? Farbentechnisch. Also ich habe die ersten 10 Minuten auf der PS3 angespielt. Und ich dachte mir nur, ja, möchte ich spielen. Weil es fängt halt mit Story, Overkill, Cutscene, die du halt spielen kannst an. Und du denkst dir nur so, geil. Das Einzige, was mich geärgert hat, okay, 20 FPS auf der PlayStation 3, nicht ganz so geil. Das jetzt in flüssig. Ja, Shad hat recht, den ersten Teil gibt es mittlerweile auch remastered für den PC. Aber den zweiten halt nicht. Und ich hätte dann, wenn es mir halt gefällt, gerne beide gespielt. Deswegen bin ich jetzt froh, dass sie es halt nochmal für die Switch halt angekündigt haben. Oh, mit perfektem Ausweichen, Hexenzeit aktivieren, damit alles ein bisschen slower dann läuft. Und da ist schon ordentlich was los auf dem Bildschirm. Cool, dann muss ich ja am 16.02. epileptische Warnung einblenden. Vorsicht, Epilepsie. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Schreib mir das mal auf. Ja, also das steht auch bei mir definitiv auf dem Plan. Das möchte ich mir halt eben auch angucken. Also neben Secret of Mana, Bayonetta diesen Monat, neben Monster Hunter. Monster Hunter wirst du die ganze Zeit weiterlaufen. Ja. Ey, dann habe ich halt ja so. Den nächsten Stream mehr zu erzählen als ihr. Sonst habe ich mehr. Ja, könnte sein. Wenn ich noch den die Indies dazwischen zufällig kommen, ja. Aber lass uns doch noch weitergehen zum 20. Februar. Ja, The Station. Ja. Ärgere ich mich. Kommt PC und für die PlayStation. 20.02. heißt das Spiel The Station. First Person Exploration Science Fiction im Weltraum. Du bist auf einer Station, so à la Dead Space, und musst halt Dinge erkunden. Halt so der übliche Walking Simulator im Weltraum auf einer Station. Ich mag halt das Setting, ich mag das Thema. Ist halt eben Indie-Spiel mehr oder minder. Das Einzige, was mich ärgert, warum es keine VR-Unterstützung hat. Das sind für mich halt Spiele, die funktionieren, seitdem ich jetzt eine VR habe, muss ich sagen, super in VR. Eventuell wird es noch nachgepatcht, weil sehe ich als verschwendetes Potenzial an, das nicht in VR zu machen, weil die Immersion halt nochmal deutlich größer halt wäre. Also weder für PC-VR noch PlayStation-VR. Das ist halt schade. Ansonsten, klar, abwarten, was das Spiel halt kann, wenn es rauskommt. Aber habe ich mal so auf die Wishlist, wer halt solche Spiele halt ganz gerne spielt. Ich fand es halt ganz interessant. Mag so Exploration-Sachen nicht, das ist nicht meins. Macht keinen Spaß. VR? Jo. Aber so. Ja, VR hast halt eben nochmal eine ganz andere Immersion. Hätte ich auch nicht gedacht. Viele sagen ja, habe ich am Anfang auch, ey, es kommen halt relativ billige, gimmicky Spiele in VR raus, die sehen ja total kacke aus. Ja, Non-VR stimmt das, aber in VR, wenn du selbst drin bist, ist das ganz was anderes, finde ich. Und dann habe ich auch an solchen Spielen halt Spaß.
die halt relativ billig sind, weil es halt eben deutlich mehr Immersion halt ist. Nun. Hm. Nochmal ein Indie-Spiel. Ja. Finde ich echt gut. Februar scheint ein starker Indie-Monat zu sein. Vor allen Dingen bis jetzt sahen alle Spiele gut aus. Also wirklich alle Indie-Titel sahen gut aus. Mochtest du Wild 8? Ich habe Wild 8 noch nie gespielt, aber es steht auf meinem Zettel, weil irgendjemand hat mir gesagt, dass es sehr, sehr... Weil das nächste geht so in die Richtung. Okay. Und heißt am 20.02. Symmetry. Spielt dann allerdings im Weltraum und du musst mehr oder minder eine Station managen und aufbauen. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Abwarten, kommt wert raus und Grafikstil erinnert mich halt derbe an Wild 8 und wer halt solche Spiele halt mag, ich nenne es mal Survival Crafting, ne? Ist so die das Genre. Und in die Richtung geht dann halt eben Symmetry. Hm. Das finde ich auch cool. Ich hab so das Gefühl, das wird mein Monat. sind wirklich sehr, sehr gute Sachen dabei. Also das werde ich mir bestimmt mal anschauen. Jo, gucke ich dann aus Lieben gerne rein. Wie gesagt, weiß man natürlich halt nicht, wie die Spiele halt werden, aber es sind halt eben Spiele, die mich halt eben so anspringen, weil A, Setting, so Weltraum, Science Fiction ist halt meins. Survival Crafting an sich mag ich halt eben auch. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, das könnte man mal auf die Wishlist packen und mal gucken, wie es dann halt eben aussieht, wenn es halt rausgekommen ist, was die Leute halt sagen, ob es halt eben gut spielbar ist oder so. Ich mag halt diesen clean Look. Es sieht halt nicht so überladen aus. So von der gesamten, vom Stil und der Farbgebung halt relativ aufgeräumt, was eben auch Wild 8 schon hatte. Wild 8 habe ich eben übrigens gespielt. Ich fand's geil. Also wir haben es eben ein oder zwei Streams halt gespielt, aber nicht durchgespielt, weil es ja noch EA ist, also Early Access. Würde ich mir definitiv nochmal angucken, wenn es final draußen ist. Also, hat schon Spaß gemacht. Cool. Ja, beim nächsten Spiel hat einer die Beta gespielt. 20.02. kommt nach der Beta. Das einzig, das wahre, das lang erwartete, ohne Hideo Kojima, Metal Gear Survive. Hat jemand die Beta gespielt? Das erst du? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier durch den ganzen Raum triggern soll oder mir gleich wieder gesagt, das ist mein Computerspiel. Das Spiel ist so ein absoluter Dünnschiss. Es ist einfach eine Kopie von Metal Gear 5 und wir machen einen Multiplayer draus. Naja, wobei mehr ich würde sogar noch weitergehen. Nicht. Ist das nicht eigentlich Fortnite mit der Metal Gear Engine? Schade, Quatsch. Fortnite, so eine blöde, total bescheuert. Wir haben in der Mitte irgendeinen Scheiß, den wir beschützen müssen und dann kommen auch von außen irgendwelche bekloppten Zombies. Ja, das ist doch Fortnite. Nee, Fortnite ist Battle Royale, das andere brauchst du nicht erwähnen. Na, das ist eh Quatsch. Das Original Fortnite, nicht das, hier der, es gibt der, kein neue, Original der neue Fortnite. Hipster-Modus. Das andere war ein Flop. Das andere war non-existent. So, es gibt nur Fortnite und das ist Battle Royale. Ja, aber also grundprinzipiell quasi Fortnite ohne den Hipster-Modus. Ja, genau. Aber das ist so ein Bullshit. Oh, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, meine Fresse, das ist einfach nur ein Money Grab, mehr ist das nicht. Es kostet, glaube ich, 35 Euro oder so. Ja, ist nice price, irgendwas um die 35, 39 Euro, ja. Ist nice price und totaler Bullshit. Es ist einfach nur so, es ist wirklich einfach nur Metal Gear 5, die Map kopieren, irgendwelchen Dünnpfiff dazu gemacht und dann stehst du in der Mitte und dann denkst du dir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was macht ihr aus dieser Spieleserie eigentlich? Aber das hat da gar nichts zu suchen. Wer es eben gar nicht kennt, ich hoffe, ihr kennt den Vergleich zu Fortnite, warum ich den gezogen habe. Es geht halt tatsächlich darum, ihr müsst halt euch in der Basis verbunkern. Ihr könnt halt eben Wände oder Schutzwälle craften, Geschütztürme craften, die dann halt eben automatisiert auf die Zombie-Horden ballern, während ihr halt im Nahkampf oder Fernkampf eben auch auf die Zombies einkloppen könnt. Das heißt, verschanzen, überleben, à la Fortnite, nur halt nicht in dieser Comic-Grafik, sondern tatsächlich mit der Metal Gear-Grafik. Reines Multiplayer-Ding, eh schon nicht so meins. Metal Gear ging so, ja, keine Ahnung, also mich spricht's nicht an. Und dann hast du halt noch den großen Namen von Hideo Kojima geprägt, der nun nicht mehr da ist. Ja, wollen sie nochmal Geld machen mit der Marke, weil sie nichts anderes können? Oder wollten sie auf dem Hype-Train aufspringen? Also, das ist ein Spiel, was super viele Fragezeichen aufwirft. Was für ein Hype denn?
Naja gut, Metal Gear ist halt eine renommierte Marke, wo halt viele Spieler instant sagen würden, ihr, shut up and take my money. Ja. Aber das hat damit halt nichts zu tun. Das danach ist halt heißt einfach, es wohl, fuck you, I want my money back. Ja, yeah, das könnte passieren. Also ganz ehrlich, das ist ein kompletter Unfall. Das ist ein kompletter Unfall. Ich habe das installiert und habe mir gesagt, okay, ich gucke mir es an. Kompletter Unfall. Eine Runde habe ich gespielt, habe ich mir gesagt, nee. Nee. Das wär, hätten sie da vielleicht einen anderen Namen drauf geschrieben. Okay. Aber dass da Metal Gear drauf steht, kompletter Unfall. Das ist so ein Bullshit. Also, wirklich, ich hab da drin. Sie waren A zu faul, eine neue Map zu machen. Es war wirklich 1:1 aus Metal Gear 5 die Map. Es ist aus Metal Gear 5 dieselbe Map. Die haben sie einfach nur kopiert. Das Menü ist auch genau dasselbe wie aus 5. Die haben einfach nur einen Game-Modus da reingeklatscht und verkaufen das für 35 Euro. Also, nur jetzt mal so. Theoretisch, hätte man jetzt vielleicht als kostenlosen DLC für Metal Gear 5 sowas zur Verfügung stellen können? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wäre genauso, wie gesagt, wäre genauso ein Quatsch. Das hat mit Metal Gear Solid schon nichts mehr. Ja, das wäre dann halt zumindest nur ein DLC und kein Nice Price Game für 40 Flocken. Scheiß Price Game meinst du? Können wir ja, das einführen? Scheiß Price Game? Danke. Nee, tut mir leid. Also, da wäre ich fast aus der Decke getriggert. Und an dem Tag habe ich nur Early Access Spiele gespielt, ja, wo es Betas gab. Ich habe den ganzen Tag nur Scheiße gespielt. Entschuldigung. Ja, also. Das sitzt tief. Ich sag dazu nichts, weil ich hätte die Beta ja spielen können, hat mich nicht interessiert. Metal Gear 5 hat mich enttäuscht. Ohne dazu jetzt zu viel zu spoilern, aber ja, von daher, ich glaube, die Serie ist damit zu Grabe getragen. Da wird nicht mehr viel kommen. Warten wir auf Death Stranding, würde ich sagen. Da freue ich mich ja drauf. Also ich bin super gespannt. Auf was bitte? Death Stranding. Also das neue Spiel von Hideo Kojima. Mhm. Ja, weil das ist halt, also wäre ich wirklich Hardcore-Fan, würde ich da glaube ich auch extrem austicken, weil weiß ich nicht, es ist so, wenn sie bei mir jetzt sagen würden, Dark Souls Survive. Ich finde das diese Frage, wieso? Warum? Und überhaupt? Nein, geh weg. Gut. Ja, beim nächsten Titel bin ich ein wenig skeptisch. Und zwar heißt das gute Spiel, was am 20.02. rauskommt, hat einen schönen Namen, Age of Empires Definite Edition. An sich cool, aber ich habe es tatsächlich nur gefunden im Windows, beziehungsweise, wie heißt das Ding jetzt offiziell, Microsoft Store Moped Ding, also nix Steam, nur da. Ja, Age of Empires habe ich gerne gespielt, aber ob ich mir das in diesem Windows Microsoft Store Ding kaufen möchte? Ich glaube, nein. Ist das nicht schon der 3 Milliardenste Remake von Age of Empires? Wollen wir nicht mal einen neuen Teil rausbringen? Ja, der ist ja angekündigt, oder? Also der kommt irgendwann. Wann, keine Ahnung, aber der ist in der Mache. Und bis dahin remastern und definitiven sie die Editions. Vielleicht kommen wir bald bei, da kommt dann so ein unreleasedes Age of Empires, das allererste Age of Empires. Nur Bill Gates hat das auf Diskette. Hier, das haben wir remastered, das könnt ihr jetzt nochmal kaufen für 15 Euro. Mein Gott, ey. Es macht Spaß, aber können wir mal diese HD-Remake-Sachen, können wir was Neues machen? Ja, neues Age of Empires 2018? Instant kaufen. Instant. Wobei, sie hatten ja bis jetzt, glaube ich, nur den zweiten Teil remastered, ne? Das ist ja tatsächlich vom ersten, das erste Remaster. Mhm. Ja, also ich meine schon. Von daher, so oft gab es den halt nicht. Ja, den zweiten gibt es auch bei Steam. Warum sie es ja, gut, warum? Klar, sie wollen ihre scheiß Plattform pushen. Ob das nicht ein K.O.-Kriterium ist, ja, weiß ich nicht, was Microsoft da wieder tut. Die tun ja immer Dinge und Sachen, die irgendwie komisch sind. Ja. Wird deswegen wahrscheinlich an mir vorbeigehen, auch wenn ich das Spiel damals tatsächlich, das war da in meiner LAN-Zeit, wo viele halt Shooter gespielt haben, habe ich halt Age of Empires halt gespielt, zum Beispiel bei Diablo 2 oder so. Das war eher meins, aber
wie gesagt, ich bin halt kein Fan von diesem Microsoft Store Gedöns. Nie gespielt. Age of Empires? Nie gespielt. Das habe ich zum Beispiel früher gespielt. War voll gut. Ich kannte die Sheets alle auswendig. Ich kannte die Shortcuts alle auswendig. H für Hauptquartier, C für Bauarbeiter waren. Und dann hast du nur HC, HC, HC. Hm, weiß ich heute sogar noch. I see what you did there. Ja, ja. Ich hab dich auch gern, Markus. Beim nächsten Spiel, da weiß ich nicht, was ich... Also, klar, das habe ich heute häufiger gesagt, aber ich weiß nicht, was ich von halten soll, weil A, finde ich ziemlich interessant, aber B, sieht es auch ziemlich komisch aus. Und zwar am 23.02. Pass Cure. Wie spricht man das aus? Pass Cure? Cure. Pass Cure, ja. Ja. Erinnert mich an so eine Mischung aus Quantum Break, ein Spiel, was in zwei verschiedenen Zeitzonen, also Realität und quasi Traumwelt spielt. Ist halt kein Indie-Game, ist halt auch in dieser Nice-Price-Schiene, roundabout so 40 Euro, glaube ich, soll es kosten. Und ist halt Third-Person-Action. Einmal quasi, wie gesagt, Realität, wo man reale Dinge erwarten kann. Einmal, wie gesagt, eine Fantasy-Welt, wo halt eben abstruse Dinge abgehen. Kommt für die Konsolen raus, kommt für den PC halt raus. Das kann alles oder nichts werden. Von daher habe ich auf meiner Beobachtungsliste, ob es ein Spiel wird, was ich mir dann jemals näher anschauen werde, steht und fällt mit den ersten Streams, die ich irgendwo sehe oder mit den Reviews. Ich erwarte jetzt keine unbedingten 80er, 90er Ratings. Irgendwas, sage ich mal, im Bereich zwischen hohen 60er, 70er Bereich wäre für das Spiel, denke ich mal, schon ein Erfolg, wenn ich das so sehe. Bin halt gespannt. Das sieht auch so aus, als wenn ich mir das mal angucke. Ja, eben, erinnert mich so ein bisschen halt eben, gerade was halt eben dieser Filmflair, so Quantum Break, Alan Wake halt Style. War das ein Satz? Alan Wake halt Style. Ja, toller Satz. Also Alan Wake Style, so in diese Machart. Ja, bin ich gespannt drauf, wie gesagt, und kostet halt eben nicht Vollpreis. Ja, das Letzte, da kann ich nicht viel zu sagen. Aber Sebi hat das schon sehr gut erfasst. Darf ich das kurz mal vorlesen? Hier steht Payday 2. Switch-Version, in Klammern, sicher interessant für Dizzy und seine Zuschauer und dahinter, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe keine Ahnung, was Lemmy damit sagen wollte. I don't know. Heißt das, hey, nur wir gespielt. Spielen? Ja, das heißt wahrscheinlich nur, ey, guck mal, der Dicke spielt nur diese abgestumpften Spiele mit seinen... Payday war super. Also ich fand Payday gar nicht schlecht. Ich habe mir das gefallen, dass man zu viert eben... Banken und das ganz ausrauben geht und schaut, wie das funktioniert. Der eine ist für das zuständig, der andere ist für das zuständig. Ich fand Payday macht halt richtig Spaß, wenn du eine funktionierende Vierergruppe hast mit Randoms. Zu zweit macht das noch mehr Spaß. Halt, ja, zu zweit bis zu viert. Es ist halt aber mit Randoms. Ich hab's nicht gespielt. Schwierig. Ich habe das sogar ein bisschen gespielt auf der Konsole damals und das war schon ziemlich cool. Payday hat Spaß gemacht, aber ja. Weiß ich, glaube, wir haben dann irgendwas anderes weitergespielt. Ja, nee, keine Ahnung. Das war alles nur online, ne? Es gab keinen Offline-Modus. Ja, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nie gespielt. Ich bin ja eher so der Singleplayer, erstmal Offline-Kampagne, ab und zu vielleicht mal ein bisschen Multiplayer, aber nicht halt so als Main. Das ist halt nicht so meins, keine Ahnung. Also, in der Tat ist das für mich echt schon gegessen. Ich warte eigentlich auf das Neue von Overkill. Payday 3? Nee, da kommt was mit Zombies raus. Zombies sind immer gut. Ja, Zombies und dann aber genau dasselbe System. Payday Survive. Oh mein Gott. Das ist ja... Ich habe gerade nicht den Namen im Kopf, aber da kommt auf jeden Fall sowas in die Richtung, ja. Das wird mega. Okay. Mann, Payday war und ist immer noch eine Legende. Mann, die heißt und so, das hat richtig Bock gemacht. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Aber auf der Switch, nee, danke. Also es ist sonst gar nicht so das, was ich
eigentlich gerne spiele, aber Payday fand sogar ich gut. Das war. Payday war sehr, sehr gut. Ja. Ja, ich habe noch zwei Sachen, auf die ich mich persönlich freue. Die habe ich jetzt nicht in die Liste mit eingetragen, weil es halt sehr, sehr nischig ist. Kommen noch zwei Spiele für die PlayStation VR. Einmal Apex Constructor. Ist ein Spiel, was halt in der zukünftigen Welt halt spielt mit Pfeil und Bogen, was du über PlayStation Move halt spielst und dementsprechend damit halt aimen musst. das werde ich mir wahrscheinlich im Stream halt nochmal angucken, dann irgendwann im Late-Night-Stream. Und das zweite Spiel, was noch diesen Monat rauskommt, Moss, also M-O-S-S. Oh, das Spiel yeah. mit der Maus ist ja auch PlayStation VR only. Auch das werde ich mir wahrscheinlich nochmal angucken. Die kommen halt auch noch im Laufe des Monats, habe ich jetzt nicht nochmal reingetragen, weil es halt ja schon relativ nischig ist. Aber da kommen eben auch nochmal zwei Games. Und das war's für diesen Monat. Dann ist Monster Hunter vielleicht zur Hälfte durch. Nein, keine Ahnung. Also eine Menge Indie, zwei, drei Titel dazwischen, die halt eben von größeren Marken sind. Und dann ist der Februar, ja, relativ kurzer Monat, schon rum. PS Plus gratis Games diesen Monat sind Rime. Ja. Knack. Ja. Knack. Und Grand Kingdom. Ja. Rime ist super, habe ich gespielt, quasi Indie-Zelda-like, wenn man dazu sagen darf, unbedingt spielen. Ja, Knack machen sie jetzt umsonst, damit es mal jemand spielt, hat ja noch nie jemand gespielt. Knack war damals, Knack war Release. Also das Knack war, ist kein Game, das ist ein Meme. Das ist doch dieses ganz schlechte Spiel. Ich habe es noch nicht gespielt, keine Ahnung. Also ich habe das jetzt so mit in Erinnerung, dass das ein schlechtes Spiel ist. Nee, es war relativ spiel, also es war sehr niedlich gemacht. Knack 1 war PlayStation Release Titel. Ich habe das damals, also ich habe das mit Stefan zusammengespielt. Das ist, man kann es im Coop spielen. War unglaublich niedlich. Knack war toll. Knack 2 haben wir noch nicht durchgespielt. Knack 1 habe ich auf Platin damals gespielt. Das war, also ich fand Knack super. Hat Spaß gemacht, das war. Ja, für umsonst werde ich halt mal reingucken, klar. Aber gekauft habe ich es nicht. Ich habe es nur mitbekommen, dass es halt als Release-Titel wie viele andere Dinger zum Release der PS4 halt nicht ganz so geil war. Ich sag mal Killzone hier, wie ist der Shadowfall? Als es rausgekommen ist zum Release der Konsole, war ja auch mehr, fand ich, ein Tech-Demo für das Touchpad, wie die Drohne steuert, als dass das ein gutes Spiel war. Aber ja, ist dann halt so ein bisschen untergegangen und seitdem ist es ja irgendwie ein Meme geworden. Immer wenn irgendwas angekündigt wird, ist es halt Knack 2, mittlerweile Knack 3, was wir halt bekommen, obwohl wir uns was anderes wünschen. Ich weiß gar nicht, bei wem ich das gesehen habe. War das Jim Sterling, der sich darüber lustig? Ich habe es auch noch nicht gespielt. Und es kam ja letztes Jahr kam ja auch was raus davon, oder? Knack 2. Genau. Knack 2, ja. Und ich habe eigentlich gedacht, das sieht voll gut aus. Und dann hatte ich mal das Video geguckt, der hat das komplett zerrissen. Und habe ich gesagt, Also ich habe es noch nicht gespielt, ich weiß gar nicht, wie es ist, aber deswegen, wie Markus schon sagt, das ist halt ein Meme scheinbar. Ja, ich habe es auch nicht gespielt. Ich guck mal rein, wenn es umsonst ist, dann kann ich mir eine Meinung bilden, aber ich kenne es nur durch die Memes. Fand es nicht schlecht. Ja, sonst ist, kommt nichts raus, oder? Sonst ist alles abgehandelt diese Woche, diesen Monat. Ja, tatsächlich. Das wird gut. Holy moly, der Monat wird gut. Also ich habe schon lange nicht mehr so viele Spiele auf die Wishlist gesetzt. Ja, ist halt quasi nochmal die Ruhe vor dem Sturm, ne? So ab März, April geht's dann wieder halt richtig los mit den dicken AAA-Titeln. Wo wir gerade von Spiele reden. Leute, ich würde euch wirklich, auch wenn ich es nicht gerne mache, aber ans Herz legen, macht euch ein Nintendo-Konto und guckt in dem Store rum. Falls ihr wirklich keine Spiele findet, guckt da rum. Die meisten Sachen gibt es auch auf Steam, aber die gehen da komplett unter. Aber dort findest du, falls ihr was sucht, richtig gute Perlen. Ohne Scheiß. Das ist Nintendo, möchte ich kurz nochmal sagen. Aber das ist echt, falls ihr Spiele sucht, ich bin davon immer noch überwältigt. So mal als Tipp nebenbei, falls ihr das noch nicht wusstet. Es gibt ja viele, die sind da schon bewandert. So. Ding. Switch-Liebe. Ungerne. Ja, aber das Ding macht Spaß. Ist halt. Lass uns nicht drüber reden. Ich will gar nicht darüber meckern, weil sie haben ja auf. Es ist halt wie Apple. Apple kostet scheiß viel Geld, aber am Ende funktioniert es trotzdem. Und so ist die Scheiße bei denen auch. Und ein Dreckspappkarton für 70 Euro werde ich mir auch kaufen. Eine Frage: Hast du eine Xbox One X? Nee, ich habe nicht mal eine PlayStation 4 Pro.
Nee, also ich sag mal, drücken wir es mal bescheiden aus. Meine Penisverlängerung ist rechts unter meinem Tisch dieses Jahr geworden. Da war kein Platz für eine PlayStation 4 Pro und auch keine Xbox. Okay. Die Penisverlängerung war ein bisschen intensiv letztes Jahr. Nun. Ja. Switch News? Ja. Ich übernehme das einfach mal für Slabby heute, ja? Und nun kommen wir zu den Echo Twitch News! Nur damit Slabby vielleicht nächste Woche mal eine Vorlage hat, nicht wahr? Okay, müssen auf jeden Fall alles heute Fake News sein. Also haltet eure Fake News schon mal bereit, weil ich bin nicht Slabby, okay? Aber ich mach das nicht so wie Slabby. Ich sag euch das einfach bam, bum, bang und dann geht's los. Wir haben nämlich zwei neue Funktionen, und zwar den Video Producer Tool. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber Highlights schneiden ist mittlerweile furchtbar geworden. Sie haben aus was ganz Einfachem irgendwas Verrücktes gemacht, aber ich glaube einfach, das ist so dieses, wir ziehen YouTuber zu uns und lasst uns nicht drüber reden. Es ist, was heißt, lasst uns nicht drüber reden? Es ist halt für uns als Content Creator jetzt mittlerweile schwerer, Highlights zu schneiden. Und mir graut es schon wieder davor, das hier nachher als Highlight zu schneiden. Ich habe mich damit auch noch nicht befasst, weil ich mir gesagt habe, als die Funktion rauskam, nee, tschüss, auf Wiedersehen. Es geht eigentlich. Es sieht am Anfang kompliziert aus, aber es geht. Geht. Aber ich hab's mir noch nicht angeguckt. Ich bin kein Freund von Veränderungen und es war halt Stream zu Ende. Ich wollte noch ganz schnell das Highlight fertig machen und ab dann wollte, glaub, zum Meeting und klick da drauf. Erstmal war mein Schalter nicht mehr da. Sag ich, hallo? Wo? Hallo? Videos? Bearbeitung? Wo ist das? Und dann klickst du da drauf und dann geht da so ein komisches Ding auf und ich so, ja, nee, zum. Ja, ich finde es vor allen Dingen mittlerweile, ehrlich gesagt, doppelt gemoppelt. Es wird ja einfach reichen, wenn sie halt sagen würden, ey, diesen Broadcast bitte für immer archivieren, dass er nicht gelöscht wird. Weil mittlerweile muss man ja, oder man macht ja den Umweg nur, dass der Datei halt nicht gelöscht wird. Aber du hast ja mittlerweile die Clip-Funktion, wo du ja eine Minute oder anderthalb halt clippen kannst. Und wenn derjenige Bock hat, den Clip weiter zu gucken, müsste er ja eigentlich nur auf die VOD verlinkt werden. Und wenn du dann sagen kannst, okay, die möchte, soll für immer gespeichert werden, boom, fertig. Das heißt, dass du halt so viele Klamotten hast, die halt gleiche machen, wie ein Highlight, wie ein Clip. Ja, ist halt also doppelt gemoppelt. Na, Highlights sind, glaube ich, eher dafür da, ganze Spiel-Playthroughs zu schneiden. Ja gut, aber wenn du jetzt einfach sagen könntest, save VOD forever, naja, packst du in die Naja, aber den Anfang Playlist. Jetzt, ich weiß ja nicht, wie lange du im Talk bist, zum Beispiel, ne? Kein Bagger. Aber den Anfang-Talk, den schneid, der wird dann schon mal weggeschnitten, ja, gut, aber weil ich den mein, der kann. Das also, kann ja jeder im Endeffekt, die erste Stunde kann ja auch jeder skippen. Da gibt es ja eine Skip-Funktion. Nee, also generell, glaube ich, VODs gucken ist schwierig. Warum? Hast du schon versucht, VODs zu gucken, flüssig? Du meinst von den technischen Aspekten im Moment. Oh mein Gott, Also ich gucke ja viel gut, VODs. Aber das liegt ja jetzt nicht an uns. Ich meine, wenn der Player buffert. Ganz genau. Und deswegen glaube ich, noch mehr speichern und so. Ich wünschte mir schon, also ich würde mir sehr wünschen, dass sie das erstmal auch irgendwie auf die Reihe kriegen. Richtig. Dass man das gucken kann. Jetzt weiß ich auch, warum ganz viele Leute mal sagen, nee, ich will keine VODs gucken. Das kann ich mittlerweile echt verstehen. Also wenn du dich von Anfang bis Ende durchguckst, in so, einfach mal in drei Stunden reinklicken. So, ich gehe dann mal auf Toilette, dann gehe ich noch einkaufen, dann baue ich noch ein Haus, pflanze noch einen Baum. Oh, das Watt ist da und dann freust du dich. Ah, schade, hat nur für 30 Sekunden gereicht. Juhu! Nun. Ich weiß auch nicht so genau, was sie alles damit bezwecken wollen. Irgendwie. So momentan denke ich mir so, bei diesen ganzen Funktionen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Livestream ist dein Ding, nicht Video. Mal sehen, mal gucken. Aber so dieses Video Producer Tool. Ja, sehe ich ähnlich. Keine Ahnung. Bin ich kein Fan von. Also, wenn sie es anbieten, soll es funktionieren, aber so Tenor war,
hat sich eher angefühlt, als ob sie da ein Beta-Feature wieder mal released haben, was irgendwie mehr schlecht macht oder schlechter macht, als irgendwie sinnvoll positiv zu verändern. Sag mal, wo wir gerade dabei sind, kann man eigentlich oben den Header über seinen Channel noch ändern? Ja. Nee? Doch. Wo denn? Du musst in deine Follow-Liste gehen, also oben, du folgst, da ist der Header drin. Also auf allen anderen Seiten ist er nicht mehr einsehbar, aber wenn du halt oben auf den Follow-Ding gehst, da kannst du ihn ändern. Haben sie vergessen einzubauen irgendwo auf den anderen Seiten. Ich habe das letztens gesucht, wie ein Bescheuerter. Ich saß hier ungefähr eine halbe Stunde. Nee, das gibt's nicht mehr. Du kannst den Header nicht mehr ändern. Wer klickt denn da hin? Hat Mia Mautz erst vor 2 Wochen oder so ein Riesentheater auf Twitter dann und andere haben geholfen und gesagt, wie das funktioniert, wie sie den Header ändern kann. Also über die Follow-Version, genau. Da nur so anders. Ich habe mich auch doof gesucht, weil ich für Stefan einen machen wollte. Ich habe überall gesucht und es nicht gefunden. Jetzt weiß ich, wo es geht. Warte, das muss ich ja. Das haben sie vergessen. Ups. Das muss ich gerade mal nachdenken. Also nur wenn du auch. Ist ja noch Ach nee, ist ja nicht mehr Beta. Verdammt. Was? Ihr wollt das da oben ändern? Nein, das ist nicht mein Ernst. Wirklich nur. Aber Videofunktion. Hey, wartet mal, ich habe was Neues für euch. Wow. Ja. Also ich war ohne Scheiß, ich war der festen Überzeugung, das gibt es nicht mehr. Das müssen die vergessen haben. War ich der festen Überzeugung? Ja, ja, auf allen anderen Seiten haben sie es vergessen. Oder sie haben es da vergessen wegzumachen, man weiß es nicht. Ja, Paddy, du siehst den Header, siehst du bei den Followern und du siehst den Header aber auch in deinen Abonnements. Ne? Also wenn dir jetzt einer subscribt und der unter seine Abonnements guckt, ist der Header da drin. Ne? Genau. Die 2 Stellen gibt's noch, ja. Und unserer hier ist halt leer und den wollte ich halt füllen. Und ich hab dann so, okay, ja. Jetzt weiß ich aber, wo es geht dann. Passt, okay. Es gibt eine neue Funktion, die heißt Sag Hallo, die ich übrigens sehr cool finde. Weil es ist nicht so, dass man Lurker aus dem Lurk rausholt, sondern jeder das freiwillig entscheiden kann, ob er das machen möchte. Und dann braucht man nicht lästiges Hi, Moinsen, ich bin neu hier, sondern man kann einfach sagen Hi, Hallo. Das finde ich ganz cool. Ja. Das habe ich auch aktiv. Sinnvoll durchdachtes Feature, kann man nichts Negatives, finde ich, gegen sagen. Die es nutzen möchten, drücken drauf, um mal Hallo zu sagen. Die es nicht nutzen müssen, machen es nicht. Fertig, aus die Maus. Ja, finde ich auch sehr cool. Ich wünschte, man könnte das auslesen, wenn das jemand macht. Weil dann könnte man damit mit dem Bot noch irgendwie Spaß machen oder so, dass der Bot Ich reagiert. Weiß, was du meinst. Ja, das wäre geil. Sag Hallo und dann sagt jemand, hey Guys, und der Bot sagt dann so, was ist? Ruhe jetzt hier. Oder irgendwie so. Sag gleich mal anpöbeln. Damit er gleich Bescheid weiß, was los ist hier. Oh Mann. Aber das ist ein cooles Feature auf jeden Fall, ja. Es gibt noch 2 neue Global Cheer Emotes, und zwar Ele Gegel und Dance Game. Die sehen übrigens sehr cool aus. Da ist der Link dazu. Ja, und die Betonung liegt, ich sag's nochmal, weil ich selber gerade drüber gestolpert bin. Cheer Emotes. Weil genau, ich dachte gerade 2 neue Global Emotes. Hä, die gab's doch schon als Global. Aber dann habe ich gesehen, es geht um Cheer Emotes. Da wünschte ich mir, dass sie zum Beispiel bei Dance Game und Ele Gigel, dass sie da zum Beispiel die Qualität mal hochdrehen. Das wäre geil, weil da die Qualität ist noch alt, so wie Dance Game zum Beispiel. Oh. Nun, und jetzt kommt das einzig wahre und schöne Feature, man kann endlich geschenkte Subs blockieren. Yes. Man kann nämlich jetzt beim einen Häkchen setzen in Sicherheit und Privatsphäre, dass dir Leute keine Subs mehr schenken können bei Channeln, denen du nicht folgst. Ich mag das, weil ich muss jeden Monat so 2-3 ablehnen, wo ich kein Sub sein möchte. Finde ich gut. Kann man jetzt ablehnen. Warum? Weil ich Leute nicht mag und da nicht Sub sein möchte. Ja gut, aber das warst ja nicht du, sondern jemand anderes. Ja, steht trotzdem da, dass ich das mache. Möchte nicht. Finde ich gut. Ja, es gibt so Dinge, das wird wahrscheinlich keiner verstehen. Ich meine, derjenige, glaube ich, kriegt trotzdem sein Geld dann.
Nee. Ja, klar. Also ja, also nichtsdestotrotz, wenn, also jetzt geht's nicht mehr, aber mein Name würde da auftauchen. Und das wäre eine Lüge, dort aufzutauchen. Also ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber bei gewissen Leuten, wenn ich dort habe, dann wäre das eine Lüge, weil die wissen, dass ich sie abgrundtief nicht ausstehen kann. Auf den Tod nicht. Und wenn da mein Name steht, wäre das ganz schön fake. Und das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass Leute da mit Schindluder treiben und meinen mich irgendwo zusammen. Finde ich Quatsch. Ich finde diese Funktion persönlich, und das ist meine Intention dazu, ich finde es schön, wenn in der Community, wo Leute wirklich sind, die sich das nicht leisten können, weil sie Schüler sind oder weil sie gerade keine Arbeit haben oder so, die sollten das Geschenk kriegen. Und nicht, damit mein Name da steht. Das finde ich ist völliger Quark-Puh. Das kommt noch oben drauf. Aber ich will halt auch nicht, dass mein Name irgendwo steht, wo ich Menschen absolut nicht ausstehen kann. Und das gibt's. Und das mache ich jeden Monat, lehne ich das ab. Ich will das nicht. Und jetzt kann ich das ausmachen. Yes. Ja, nun, habe ich nicht. Keine Ahnung. Ich frage mich gerade, was derjenige dann zu sehen bekommt, der versucht, also, ne, Gar nichts. Im Endeffekt, der Knopf ist nicht aktiv, der ist ausgegraut, hatte ich gestern zufällig. Das heißt, du klickst halt nur im Chat auf den Namen, den du beschenken willst, und da ist der Knopf einfach ausgegraut. Ah, okay. Cool. Mhm. Okay. Ja, aber ich persönlich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich meine, ja, gut, klar, jeder so, wie er will, aber ich meine, wenn mir das jemand schenken will, er unterstützt den anderen. Er schenkt was, und wenn mir jemand irgendwie was schenken will, sage ich nicht, ey, verpiss dich. Keine Ahnung. Aber von daher, ich habe damit kein Problem. Also ich werde das Ding nicht aktivieren. Und das ist mir egal. Aber es geht jetzt, ja. Damit ist dann auch die Twitch-News vorbei. Weil viel passiert momentan nicht. Also ich glaube, bald wird so eine Bombe platzen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Weil so viele Sachen fallen gerade hinten runter. Da muss was Großes kommen. Meinst du? Ja. Da, momentan gehen wir zu viele Schritte zurück, als dass sich Sachen irgendwie gerade tun. So, das heißt, irgendwie wird wieder was Großes kommen. Glaube ich. Vermute ich. Ja, ich würde mich erstmal freuen, wenn Twitch mal wieder richtig stabil läuft. Weil ehrlich gesagt, seit der Beta... Also als ich angefangen habe vor 4 Jahren, war es relativ instabil. Dann gab es jetzt halt so 2,5 schöne Jahre, wo alles super fluffig lief. Und so das letzte halbe, dreiviertel Jahr ist wieder sehr, sehr rumpelig. Irgendwie hast du gefühlt immer nur Ausfälle und so. Ich hoffe, dass sie das halt eben irgendwann mal jetzt wieder hinkriegen. Das wäre erstmal das Wichtigste, finde ich. Bevor sie halt irgendwie was Großes irgendwie an Features halt bauen. Also bei mir läuft's eigentlich. Echt? Jo. Also jetzt nicht bei dir, ich meine bei den Zuschauern halt, Buffering, ja. Seite nicht ladbar, Chat lädt nicht, Emotes werden nicht angezeigt, Sub-Badges werden nicht angezeigt, Sub-Badges sind die falschen, Subs werden gekündigt, uff. Subs werden gekündigt war übrigens die, die Langzeit-Subs von früher, die noch vor Christus waren, wollte ich gerade sagen, vor Xola waren, die wurden gekündigt, hast du eine E-Mail gekriegt so. Ansonsten werden keine Subs gekündigt. Ja, ein Schuft wäre Böses dabei denkt, weil sie dadurch jetzt mehr verdienen. Oder steuerlich zumindest. Ja, logischerweise werden sie das machen, richtig, ja. Ganz klar. Aber deswegen sind die ausgelaufen. Dafür hat aber auch jeder eine E-Mail gekriegt. Ja, wenn sie dann halt nicht zufällig bei den Leuten im Spam halt gelandet sind oder so. Notification und so hast du trotzdem gekriegt. Ja, ich hatte es auch bei meinem Bot-Account. Aber sonst, also ich habe auch zur Zeit, dass die Emotes nicht angezeigt werden, aber sonst habe ich gar keine Probleme. Wobei, jetzt geht's auch wieder. Also ich hatte das einen Tag. Ansonsten läuft alles bei mir fresh. Auch als Zuschauer gucke ja selber auch wieder viel. Habe ich auch keine Probleme gerade. Ich habe letztens so einen Chat-Mischmasch gehabt. War ja, zum Beispiel das auch. In einem Stream und habe aber den Chat von einem anderen Stream gehabt. Das stelle ich mir interessant vor. Ja. Mit wem redet er denn da? Was? Ja, aber refreshen und dann ist doch alles wieder gut, oder nicht? Ich musste einige Male refreshen, bis ich den richtig. Also ich habe es zweimal versucht und hatte zweimal den fremden Chat. Dann habe ich einfach komplett die Seite neu geladen und dann ging. Aber es ist komisch. Manchmal fällt es dir gar nicht erst auf. Also du, ja, und dann guckst du mal einen Chat. Was? Irgendwie passt das nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hm.
Ja, das war's. Ja. Da gibt's jetzt sonst keine Twitch-News, nee. Das war ein relativ kurzer heute, aber ist ja auch ganz, ganz gut, nicht? Mit Markus. Ja, ja, alles gut. Ich ja, ja, ja. So halb. Das Antibiotika für die 20. Oh Mann, ey. Aber es war, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf den Monat. Ohne Scheiß. Es sieht nach einem soliden, coole Spiel dabei. Sieht nach einem soliden Februar aus. Definitiv. Schöne Games. Ich bin auf den nächsten Monat gespannt. Da ist ja, da geht ja die AAA-Zeit wieder los. März, April, Mai. Ja. Das ist ja nochmal so die Frühlingsoffensive. Da möchte die Gaming-Industrie an die paarungswilligen Fepper ran. Ach so, eine Sache, wer es nicht mitbekommen hat, ist jetzt ja kein Spoiler oder so. Und wenn, heißt die Serie ja Spoiler Alert. 26.10. Red Dead Redemption 2. Mal angenommen, das kommt dann irgendwann danach für den PC. Bist du da auch wieder RP-mäßig mit dabei? Oder? Ja, sowas von. Hallo, was ja? ist los mit dir? Weil ehrlich gesagt, das ist was ich mir auch vorstellen könnte. Das interessiert mich mehr als RP jetzt hier in einer Großstadt oder so. So ein irgendwie auf Blackjack-König im Saloon machen, könnte bestimmt spaßig werden. Natürlich. Digi Goes Wild heißt die Sendung dann. Also wie gesagt, da freue ich mich halt mega drauf. Red Dead Redemption 1 habe ich einfach geliebt und jetzt, wo es bekannt ist, ist der Oktober und November damit schon mal safe verplant. Ich habe am Sonntag mit Jason im Auto drüber gesprochen über Red Dead Redemption und wir waren uns beide sehr einig, wir haben keine Ahnung, was die Leute an Red Dead Redemption mögen. Was? Oh, das ist so super. Pferde fangen, jagen gehen, Missionen machen, Leute auf Bahnstrecken legen. Ja, und zwischendrin 100 Kilometer mit dem Pony reiten. Voll gut. Ich habe es ausgemacht. Also es war schön, aber nee, hat wieder mal nicht gereicht. Sagen wir mal so, in Anführungsstrichen, wenn ich GTA 5 spiele, ist das doch quasi die heutige Realität. Ja. Der möchte ich doch aber entkommen. Ich setze mich doch nicht in GTA in irgendein Auto, stehe im Stau, kaufe mir meinen Crack an der nächsten Ecke und gehe dann irgendwo in Puff. Das ist doch wie im echten Leben. Das ist doch voll... Nee, wenn Science Fiction, was ich nicht kenne, oder tatsächlich eher so Richtung Mittelalter, was ich nicht kenne. Deswegen hat mich halt Red Dead Redemption halt deutlich mehr halt abgeholt, weil man das halt eben nicht kennt. Und alles und andere ist doch... Hast du die Story gespielt, Maga? Ja, sicher. Ja? Wo ist denn das Realität? In welchem Universum lebst du denn? Ja, das ist halt die typische, was weiß ich, Django will Rache-Story. In GTA meinst du, ja, gut, okay. Ist aber, hast du auch schon in zig Filmen gesehen. Völlig over the top halt. Wow. Wie viele Bankheist-Dinger hattest du schon? Also, ist jetzt alle. Ja nicht neu. Hatte sie alle. In einem Ritt, an einem Tag auf schwer. 16 Millionen to the bank. Thank you. First try. Ja gut, okay, es ist halt wieder so Genre. Da könnt ihr wieder JRPG spielen, okay? Das ist so euer Ding. Geht JRPG spielen. Oder geht Ponys reiten. Von 1980. Da habt ihr schon Computer gespielt. Entschuldigung, da war ich noch nicht da. Ich freue mich halt noch darüber, dass es 2018 GTA gibt und Realität und mit Autos springen und tiefer gelegt und Felgen. Geh angeln, Sali, okay? Kauf dir eine Angel. Oder spiel Monster Hunter, okay? Da kann man angeln. Mit der Steuerung des Todes. Ey, das ist voll schön, das Spiel. Ich habe GTA schon tausendmal gesehen. Okay, habe ich verstanden. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Macht mal hier euer Klassentreffen aus der 80er hier. Wow. Das war so schön. Das war so schön. Siehst du, Alexa macht gleich 80er Musik an für mich hier. Glückwunsch. Oh, Phil Collins. I can feel it. Coming in the air tonight. Oh. Oh Gott. Das läuft übrigens gerade wirklich. Alexa, du bist on point, ey. On point. Computer. Stop. Nun. Haben wir denn noch, wir haben ja auch noch Streamer der Woche. Streamer der Woche, ja.
Soll ich anfangen? Möchtest du? Ja. Gut, gerne. Okay, super. Ich fange an. Und zwar ist meine Streamerin der Woche, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Namen richtig ausspreche, das ist Jesariel. Eine junge Dame, die unglaublich angenehm ist zum Zusehen. Sie geht sehr auf die Community ein, sind wirklich schöne, ruhige Streams. Ich kann da absolut empfehlen, mal vorbeischauen, mal ein Follow da lassen. Wirklich schön dort. Haut da Links in den Chat? Machst du, Sali? Ja, mach ich. Du hast übrigens HC Dizzy falsch geschrieben, Sali. Wo? Okay, war ein Witz. Was? Habe ich nicht verstanden. Nee, ist okay. Nicht so schlimm. Weil du diesmal nicht mein Streamer bist. Ja, Subnautica war nicht schlecht. Hast du dazu geguckt? Nein, niemals. Okay, ist doch besser. Was, magst du Subnautica nicht? Doch, voll. Subnautica ist eins der wenigen PC-Spiele, die ich mir so sehr für PlayStation wünschen würde. Wow. Und da dann 100% holen und nur unter Wasser sein. Und oh, ist mega. Und wenn sie das noch dann für die PlayStation VR umsetzen, uff, das wäre toll. So, ja, meine Streamerin von der Woche. Schaut mal vorbei, lasst mal ein Follow da, sagt liebe Grüße. Wirklich sehr angenehm. Möchtest du es lesen oder soll ich? Ja, kann ich direkt machen, im Anschluss, weil die gute Dame Monster Hunter spielt, auch meine Streamerin der Woche, spielt Monster Hunter. Und zwar Divi, nicht mehr Divi Mon, umbenannt in Divi. Die liebe Anni, auch schon lange hier auf Twitch aktiv, im Moment im Monster Hunter Rausch, spielt alles mögliche ab und zu, auch eben Multiplayer-Games wie Dead by Daylight und hast du nicht gesehen, aber im Moment sehr stark in Monster Hunter vertreten. Wer sie nicht kennt, einfach mal vorbeischauen. Und bei der nächsten Möglichkeit auf der Gamescom oder so dann knuddeln, weil ist eine echt süße. Mini-Mi. Und eine sehr gute Dark Souls-Spielerin. Ja, das spielt sie halt eben auch, ganz genau. Also Souls-like. Dadurch habe ich sie damals halt eben auch kennengelernt. Ja, Divi. Also ich möchte ja mal wieder aus der Reihe tanzen. Tada! Wie immer. Zum Glück ist Slappy nicht da, weil sonst hätten wir noch einen Monster Hunter Streamer, weil der spielt das ja auch. Ganz froh, ich musste heute nur gegen zwei reden, das ist schon in Ordnung. Wobei Monster Hunter war sehr kurz heute, ne? Haben wir nicht viel drüber gesprochen. Aber wisst ihr, gönnt euch. Ich gönn euch das Spiel. Habt Spaß dabei. Aber ich habe mich für Sequisha entschieden und der spielt Tarkov. Ah! Nein, Spaß beiseite. Sequisha und Holly sind momentan wirklich meine Lieblingsstreamer. Meine absoluten Lieblingsstreamer. Sequisha ist irgendwie so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, so eine Oberlippe. Der hat einen, weiß ich nicht, ich glaube, der hat sich eine Gardine wachsen lassen für die Oberlippe. Sag mal, macht der Magnum-Cosplay? Der ist echt, ja. Alter Verwalter. Der ist echt. Und dieser Mann ist einfach. Also ich bin völlig verzaubert von ihm, von Sequisha. Das ist, ich kann das nicht beschreiben. Er hat so einen unglaublich trockenen und harten Humor, den ich sehr feiere an ihm. Er ist sehr ruhig, der schreit nicht rum, aber der lässt sich auch nicht auf die Nase rumtanzen. Und wenn irgendeiner da ist und der ihm auf den Sack geht, sagt er ja, okay, weißt du, du scheinst hier wohl nicht reinzupassen, dann drückt er ihm Spruch und schmeißt ihn raus. Und selber spielt er gerade Hand, die Beta. Er spielt aber auch League of Legends und alles, was er in den Finger kriegt. Und den habe ich ganz lange gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich bin sehr verlauft in ihn. Ich gucke ihn zurzeit sehr, sehr viel. Also immer, wenn ich kann und er da ist, für den gucke ich sogar WOTS aktuell, weil ich den so gut finde. Und er sieht wirklich aus wie Tom Selleck in Jung. Also Magnum oder Magnum. Ja, und er Magnum hat PI. Und er hat unglaublich humorvolle Unfasslich. Er ist großartig. Den mag ich. Also, falls ich nicht online bin, könnt ihr da ja mal vorbeigucken. Naja, gut, Entschuldigung, falls Sali und Sleth auch nicht online sind, dann könnt ihr zu ihm. Das wäre richtig gewesen. Nee, er spielt gerade nicht Tarkov, glaube ich, oder? Spielt Tarkov? Glaube ich jetzt gerade spielt er Hand oder so? Hand, ja. Spielt gerade Hand. Toller Typ, wirklich. Also, ist auch schon groß. Ist schon groß, hat 2000, 3000 Viewer, aber geht. Ich habe Hand nicht gespielt, da kam UFC dazwischen. Ah.
Ja, weil scheint ja auch so ein bisschen jetzt so, ne? Bisschen trendiger wieder zu werden, das Blatt Mopeds. Hand. Ja, nee. Ne? Es sieht sehr, sehr gut aus. Unreal Engine macht das sehr schön. Mal gucken. Mal gucken. Ich hätte es wirklich sehr gerne gespielt, aber da kam wirklich jetzt UFC dazwischen. Und bei mir, ich habe dieses Wochenende kaum Zeit gehabt zum Streamen und alles, was ich hatte an Zeit, musste ich noch in UFC investieren. Ich bin echt schon, ich würde gerne hier nach eigentlich nochmal UFC spielen. Ja, ja, wir kennen das. Ja. Nur halt mit Monster Hunter. Mm. Ja. Ich weiß nicht, ich habe gerade, muss ich gestehen, ich habe das wieder zurückgekriegt. So Zieps auf Computerspiele. Ich habe das verloren zwischenzeitlich. Das war so die Phase, an der ich sehr viel gemeckert habe. Da habe ich sehr viel verloren an Computerspielen. Ich habe es jetzt wiedergefunden. Und ich spiele super gerne wieder. Also easy peasy aus der Hüfte 10 Stunden und immer noch mit Begeisterung, das hatte ich schon lange nicht mehr. Bis nächsten Sommer. Bestimmt. Warum? Was ist nächsten Sommer? Da meckere ich wieder. Ach so. Dieses Emote gibt es ja nicht umsonst. Nee, keine Ahnung. Ich kann dann halt wirklich nur empfehlen, ab und zu mal die Plattform zu wechseln und da Spaß zu haben oder so. Das bringt auch nichts so. Manchmal, also ich weiß nicht, ich hatte das, ich glaube, im Juli und August, ich hatte so keinen Bock auf Computerspiele. Ich habe 4 Stunden IRL gemacht. Und dann hätte ich den Stream am liebsten eigentlich wieder ausgemacht. Da habe ich mich noch gezwungen, irgendwas zu spielen. Habe ich keinen Bock drauf gehabt, irgendwie. Habe ich auch schon gehabt, da habe ich dann kreativ gemacht. Ja, ich habe einen Computer gebaut über 5 Monate. Aber das ging mir dann auch wieder auf den Sack. Vielleicht mag ich deswegen wieder Computer spielen. Kann sein. Ich mag spielen. schon immer, keine Ahnung. Bin ich auch nicht losgeworden. Mhm. Ja. Nun, es ist 22:48 Uhr, wir sind früh fertig heute. Aber die Kranken-Edition müssen wir einkürzen. Ja, können die Leute sich noch auf den Super Bowl vorbereiten? Ich denke mal, viele werden jetzt wahrscheinlich sich noch irgendwie Popcorn machen und dann gleich das Spiel gucken, oder? Ich muss mal ganz kurz fragen, ob ich noch UFC spielen darf. Dann können wir die Super Bowl ausfallen lassen. Das Anti-Super Bowl-Programm! Okay, ich glaube, ich habe ein Nein gerade gekriegt. Gut. Ich würde sagen, wir schließen die Butze für heute. Ist denn schon bekannt, was in 14 Tagen ist? So gästetechnisch? Ja. Twitter? Nee. Noch nicht. Aber ihr solltet auf jeden Fall bei uns bei Twitter vorbeigucken. Das haben wir fast vergessen. Danke, Sles. Das war sehr gut. großartig. Aber unten drunter ist hier so ein Banner. Da könnt ihr draufklicken und da gibt es dann alle Infos. Wir sind durch die DreamHack jetzt ein bisschen in Verzug gekommen bei einigen Sachen, aber Highlights und sowas sind alles geschnitten. Ihr könnt alles gucken. Hier auf dem Channel findet ihr auch alle Ausgaben vom Plankenschnack mittlerweile schon. Also alle 60 Folgen findet ihr hier auf dem Kanal. Und da könnt ihr euch den angucken. Ansonsten folgt uns bei Twitter. Da kommen rechtzeitig Announcements. Gestern Abend um 24 Uhr wurde gesagt, wer heute da ist. Wir geloben Besserung. Nein, wir wissen aber schon, wer da ist. Also nächstes Mal. Aber das können wir jetzt, glaube ich, dürfen wir? Können wir das schon so? Ja? Der gute Sirius wird da sein. Der gute Sirius. Und da werden wir uns, glaube ich, mal über so ein bisschen über den Wandel unterhalten, wie man von einem festen Spiel wie Overwatch zu Kommentator in Overwatch bis hin zu, okay, ich bin jetzt Variety-Streamer. Der hat nämlich schon einen ganz schönen Gang hinter sich, der Gute. Und da werden wir uns bestimmt in zwei Wochen drüber unterhalten. Das wird sehr geil. Nee, nicht der. Sirius, genau. Nicht Why So Sirius, sondern Sirius. Cyrus. Ich sag Sirius. Ja, aber das zweite I ist nicht existent im Namen. Das ist mir egal. Sirius, ich nenne dich schon immer Sirius. Das kannst du bestätigen nächste Woche. So ist mir egal. Warum sagt immer alles Cyrus? Können wir nicht Sirius draus machen? Sirius! Den gibt's, glaube ich. Der arbeitet auf PlayStation oder so, ne? Ohne Scheiß. Ich habe seine Telefonnummer, ja? Wir waren auf der Gamescom so kurz davor, essen zu gehen und ich sage seinen Namen falsch. Uff.
Alright. Hey, aber wisst ihr, das Ding ist, ich mache sowas immer wett, wenn ich zu Leuten auf der DreamHack gehe und ihnen mein Daily gebe und sie umarme. Es tut mir leid, Sirius. Oh Mann. Ich muss das jetzt knallhart durchziehen, damit es auch der allerletzte noch glaubt. Okay, gut. Du bist gemutet. Warum? Weiß ich. Ich sag Dankeschön für diesen wundervollen Spoiler-Alert. Dankeschön, dass du dich trotzdem hierher gesetzt hast mit deinen roten Augen und mit deiner... Das ist ja mehr als eine Grippe, was du da hast. Das nein. Ist ein, A, nein. Macht so ein bisschen die Kamera. Ich gehe morgen zum Arzt, wie gesagt, mit der Bindehautentzündung. Der Rest ist halt ein Schnupfen. Gestern hatte ich wieder Fieber, heute bin ich fieberfrei und solange bis kein Fieber ist, hat ja alles in Ordnung. Ich beschreibe euch mal nicht, wie das vorhin ausgesehen hat, bevor die Kamera unten war. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Gleichfalls. Und schön. Ich bin nicht krank. Ja, aber es hört sich halt so an. Mann. Das tut einem dann auch leid. Ja, ich will aber nicht Mitleid. Das kriegt man geschenkt. Das will ich nicht. Mann, danke schön. Tschüss. Schönen Wochenstart. Ja, du, sage ich einfach so weiter. Auch an den, der nicht da war, aber im Chat dabei war Slabby, der ja auch krank ausgefallen ist. Auch mit grippeähnlichen Halssymptomen. Whatever. Im Moment irgendwie die Fahne gehisst. Dankeschön. Kurz und knapp einfach. Wir sehen uns hoffentlich dann bei der nächsten Ausgabe wieder. Tschüss, Müs. Auf Wiedersehen, die bezaubernden Menschen da draußen. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Dankeschön an Markus. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir. Das sind Leistungen, die ich sehr honoriere. Imaginärer Hut. Den er aufhat. Den echten. Wow, ich habe so beim Ende heute echt den Vogel abgeschossen. Oh, das ist aber kein Hut, das ist eine Mütze. Okay, ich ziehe meinen imaginären. Okay, ich habe mich ich habe es gerettet. Das ist kein Hut. Das ist eine Cappy und kein Hut. Okay, es war doch nicht so beschissen, wie ich dachte. Nein, aber Dankeschön, Slav. Hingegen zu Slapsticker, der heute... Nimm dir mal ein Beispiel an Slav, okay? Der ist hierher gekommen. Hat sich wenigstens ein bisschen Mühe gegeben. So. Den musste ich jetzt noch, den gönne ich dir. Nein, aber vielen Dank an die Regie. Dankeschön an alle, die zugeschaut haben. Sagt es euren Freunden weiter, dass wir umgezogen sind. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder mit Sirius. Dankeschön. Love you long times, Internet. Ihr seid toll. High five. Psch. Tschüss. Tschüss. Und viel Spaß beim Super Bowl oder whatever. Zieht eure imaginären Hüte.